Hallöchen und herzlich willkommen zur Montagabendunterhaltung. Boah, Alter. Ich hab wieder hier irgendwelche Festersmucke gerade am Laufen. Und heute spiele ich ganz alleine ohne Freunde. Herbert ist zwar auch dabei, aber ich spiele jetzt ganz alleine Forza Horizon 4. Mir vorhin gekauft und gedacht, was mache ich da anderes als den Quatsch mal im Stream anzutesten sozusagen. Und ich glaube, bevor ich mich jetzt hier verquatsche, starte ich einfach mal und guck einfach mal, was passiert. Ich mache die Musik auch einfach mal aus. Oder ich mach kurz was anderes an hier. So. Bisschen was Entspanntes. Dann guck ich mal, ob das hier läuft. Mit Forza. Ich habe ja die Demo schon gespielt. Und jetzt bin ich gleich mal gespannt, ob ich jetzt Sachen wiederkenne, ob irgendwie was schon einfach weiterspielen kann oder ob ich von vorne anfangen muss. Aber ich glaube fast, dass ich von vorne anfangen darf. So. Gucken hier, ob das läuft. Herbert, spielt jetzt eigentlich Cuisine Royale, ja, ne? Yep. Sehr schön. Oui. Oui. So, hallo? Oh, ist es gerade abgestürzt oder habe ich gerade irgendwas gedrückt? Ach, schön. Naja, ich mach's nochmal. Ich glaube, es ist damals bei der Demo auch beim Anfang abgestürzt. So. So, jetzt mal wahrscheinlich wieder Intro und so weiter. Wahrscheinlich haben wir übertrieben. Warum stürzen das andauernd ab? Oh, bitte sag mal nicht, dass irgendwie OBS jetzt wieder dazwischen gerätscht. Das wäre natürlich ein Traum. Mach ich das am schlauesten? Vielleicht einfach mal so. Naja, ich probiere ein bisschen was aus und hoffentlich komme ich gleich hier zu Potte. So, wer das... Ah, jetzt. Okay, es lag tatsächlich an OBS. Wenn ich jetzt auf Vollbild schalte... Ah, ja. Oh, jetzt fliegen mir gleich die Ohren weg vom Sound. Okay, mache ich mal aus. Ich schalte um auf... Na, ah, krass. Okay. Das verträgt sich nicht. Okay, ich starte das erstmal so. Okay, das ist ja sehr, sehr strange. Immer wenn ich... bei OBS auf Forza schalte, schmiert mir Forza ab. Das ist natürlich schwach. Ach schön, die technischen Probleme, immer ist einfach ein Traum. So, ich schalte einfach mal auf Bildschirmaufnahme, vielleicht geht das ja. Okay, das geht. Gut, immerhin. So, okay, da sind wir. Turten Studios. Bin mal gespannt, wie jetzt hier das Intro. Aua, gestaltet ist. Wieso streikt mir YouTube gerade an? Schwache Ausgabe. Das finde ich ein bisschen beunruhigend. So, da haben wir das Intro. Sehr schön. Okay. YouTube hat machtiger Problem. Ich guck mal, wir drücken mal hier zum Starten. Oh, mein Controller ist aus. Erstmal hier die Mucke leiser machen. Konnte man das irgendwie machen? Wird geladen. Bitte warten. YouTube empfängt nicht genug Videodaten. Ein flüssiges Stream. Aha. Das ist ja eher ungeil. Fortfahren. Okay, ich kann tatsächlich, glaube ich, anknüpfen an dem, was ich in der Demo schon gemacht habe. Ist ja spannend. Ich gucke erstmal, ob das hier alles so ist, wie es sein muss. Ja. Hier alles auf volles Rohr. In den Einstellungen. So. Hat ja in der Demo auch funktioniert. Die Grafik ist ja wirklich 1A spitzenmäßig. So, sehr schön. Speichern. Mach die Mucke noch ein bisschen leiser. Was ist das denn hier? Voreinstellung. Mitternacht, aha. Gesamtlautstärke immer auf 4.
So, jetzt muss ich aber hier nochmal was kurz... Ups, da. Was gucken. Dann können wir das starten. Einstellungen. Video. Wieso geht der da jetzt hoch? Ich guck mal kurz in meiner unendlichen Selbstverliebtheit meinen eigenen Stream. Zu gucken, ob es läuft. Ist das okay? Okay, YouTube soll aufhören zu heulen, ist läuft komplett flüssig. Okay, ja, jetzt starte ich jetzt aber auch hier mal. Meine Fresse. So, fortfahren. Im wahrsten Sinne des Wortes, fortfahren. Gucken wir mal, was. Wie das jetzt hier alles passiert. Wie wir jetzt in das Spiel starten. Wir haben noch eine schöne Optimierung, das freut mich. Als ob da irgendwas optimiert wird. Ich habe doch die Einstellung gemacht. So. Bin ich ja mal gespannt. Philipp meinte eben zu mir, er ist schon Level 45. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Es klingt auf jeden Fall sehr hoch. Und er spielt, glaube ich, erst seit 2 Tagen. Also der hat das irgendwie bestimmt schon 20 Stunden gespielt oder so in den paar Tagen. Der übertreibt gleich wieder richtig. Aber man kann das halt auch online spielen. Was riecht nach Fisch, Herbert? Was? Es riecht irgendwie nach Fisch gerade bei mir. Ich weiß ja nicht, wo das herkommt. Gut nach Fisch oder eklig nach Fisch? Naja, es fuckt halt ab. Weil okay. Man soll das nicht nach Fisch riechen. Okay. Weil es kann ja auch gut nach Fisch, also so nach dem Motto, es kann ja auch so nach so. Es riecht, glaube ich, nicht nach gebratenem Fisch oder so. Okay, okay. Wo kommt denn das her, alter Schwede? Dieser rote Balken bei YouTube macht mich echt irre. Was will er denn von mir? Ist doch alles Tutti Paletti hier. Hervorragend. Lädt aber lange. Scheint YouTube selbst Probleme zu haben. Oh, jetzt geht's los. Wenn du so eine Sardinienbüchse öffnest, hier dann ist meine Vision. Ich glaube, das kennen. Ist das gleiche Intro wie in der Demo. Was auch immer man will. Das ist nicht mehr der Urlaub deiner Träume. Das ist das Leben deiner Träume. Das ist gleich. Das ist das Horizon, das ich sehe. Ich zeige es dir. Willkommen im Herbst, Herbert. Das Festival, das niemals endet. Bleib dran. Ja. Ich muss gerade nicht denken. So, da sitzen wir schon in unserem McLaren Senna. Ganz schönes Geschoss, aber wie gesagt, ist ja witzig, dass man genau startet wie in der Demo. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, man hat irgendwie einen anderen. Upsala. Oh Gott, ich übertreibe gleich direkt. Dass man irgendwie ein bisschen direkt Story oder sowas startet. Aber man hat den gleichen. Viel Spaß beim Spielen und ich schmeiße dich mitten rein. Start. Wie in der Demo auch. Erst dann wieder reinkommen hier. So. Ich spiele natürlich nicht mit Lenkrad, sondern mit Controller.
Das wäre natürlich zu geil, jetzt hier mal mit Lenkrad, aber habe ich leider nicht. Wow, hey, hallo? Hallo, Controller? Oh, mein Controller. Ich glaube, ich hatte schon gefühlt, dass die Batterie bald alle geht. Aber, hä? Der gab gerade keinen Aussetzer. Das ist ja schön, dass es genau jetzt gerade in der Kurve passiert ist. Traum. Okay, aber es kann sein, dass er früher oder später ausfällt, weil die Batterie alle ist. Aber ich glaube, ich hoffe, dass ich noch welche da habe. Aber eigentlich ja. Natürlich schön zurückgefallen hier. Scharfe Kurve. Da muss man sagen, er sieht echt schick aus hier mit dem Laub und dem Licht und sehr atmosphärisch. So, willkommen im Winter. Das ist die Handbremse A wahrscheinlich, ne? Ja. So, erster Platz, so gehört sich das. Jetzt ist YouTube auch wieder grün, sehr schön. Oh Gott. Dann, das Wichtige ist, man darf diese Kontrollpunkte nicht verpassen, sonst... Sonst hast du nämlich... Ja, hast ihn verpasst, logischerweise, aber dann musst du auch wieder zurückfahren und den dann nochmal mitnehmen. Das ist irgendwie ziemlich fies. So, schön als erster ins Ziel, 1A spitzenmäßig. Jetzt ab in den Frühling, glaube ich. Ich glaube, der Frühling kommt nach dem Winter. Ja. Logischerweise. Okay, Leute, das wird ein Kinderspiel. Verpasst nur nicht die Kontrollpunkte. Los geht's. Ja, ja. So, ich soll die Motorräder schlagen. Muss ich möglichst nah rankommen, glaube ich. So, oh, Kontrollpunkt. Habt ihr gerade Geld verloren? Ui. Wir kommen jetzt zum Steinbruch. Ui. Jump. Oh, Alter. Und wo läuft's bei dir, Hemmert? Ich musste gerade mein Inventar aussortieren und dann stand ich halt irgendwo rum, so ahnungslos und wurde dann angeschossen. Okay. Ach, oh Gott. Nice so. Aber Level up. Boah, Alter. Karre. Schleuderst hier ja hoch 10. Komm mal klar. Komm mal klar. Komm mal klar. So, krieg ich das hin jetzt ab hier? Ja. Gut gefangen. Oh, Baum, ah. Das ist aber auch ein Gelände hier, du.
So, 36%. Ob wir noch Erster werden, das könnte eng werden. Dann bin wohl nur noch ich übrig. Ne, das wird nix. Oder? Go, go, go! Ne, das schaffen wir nicht mehr. Schade. Und jetzt back to the summer. Das ist es, Horizon. Wieder der übertriebene Radio-Moderator. Also los! Yeah! So, hier die teuersten Autos der Welt natürlich. Keine Sorge, die Jets nehmen nicht am Rennen teil. Die freuen sich nur hier zu sein. Hui. Yeah! Die Fahrer kommen von überall her. Das ist eine richtige Party. Diese Ansagen. Schön. Hui. Die Menschen stehen an den Straßen, um ein bisschen Benzin zu schnuppern. Mhm. So, das ist, glaube ich, das Coverauto von Forza Horizon 3, diese Lambo. Und ein paar beeindruckende Philipp hat gerade einen M4 GTS gezogen, natürlich. Die beeindruckendsten Hypercars sind, ich bin mal gespannt. Also ich habe, glaube ich, von Let's Play so, von irgendwelchen anderen, also dieses ganze Zielsystem und sowas, wie das alles funktioniert und sowas, Tuning und so, habe ich gar keine Ahnung. Also habe ich auch, natürlich habe ich irgendwo Erwartungen, aber ich habe jetzt... weiß ehrlich gesagt gar nicht so, worauf ich mich einlasse. Das glaube ich ganz gut. Das Auto ist ein Biest, aber irgendjemand sitzt da auch am Steuer. Aber M4 GTS, ja, sag ich nicht nein. So, sehr schön. Ich schalte nochmal kurz rüber hier. Hallo. So, alles klärchen. Was war hier gerade? Phil hat mich gerade angerufen. Ich glaube, es ist nicht so wichtig. Hoffe ich. Sonst soll er mich anschreiben. So, aber ich glaube, was ich jetzt spiele, ist halt wirklich 1:1 das, was in der Demo auch. Diese ersten Missionen und sowas. Das kenne ich nun wahrscheinlich alles schon. Ja, ja. Ach, jetzt darf ich... Phil, wenn du noch da bist, jetzt muss ich mal was gucken. Und zwar... Jetzt muss ich meinen Namen auswählen. Was? Okay, jetzt hat sie meinen Namen gerade wirklich gesagt. Also in der Demo gab es den Namen Konrad noch nicht. Okay, das ist echt strange, wenn die einen echt so ansprechen. Ja, welchen nehmen wir denn wahrscheinlich den, ne? Da habe ich, glaube ich, in der Demo auch genommen. Ja, das ist nur 0815-Typ. Okay, weil in der Demo gab es nur so... Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Kira, die Festivalmanagerin. Gab es nur so Standardnamen. Du hast bei unseren also, Talentscouts wohl echt Eindruck sowas gemacht. Wie Boss, sieht nach einem ernsten Anwärter Chef, im Kader aus. Rebecca Boy, ist ein so eine Sache. Champion. Sie hilft mir bei der Leitung der Horizon Straßenrennserie. Aufgeregt? Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag. Sie bringt die Stimme von der Frau von Tribute von Panem. Weiß gar nicht, wie die heißt. Viel Glück. Also schön, setzen wir dich hinter Steuer. Welches soll es sein? Ah ja, genau, welches Auto nehme ich? Das nehme ich das gleiche wie in der Demo, da hatte ich ja, glaube ich, den Ford Focus RS genommen. Ja. So eine alte Kamelle ist natürlich schon geil, aber nee, komm, lass. Und Audi TTS. Ja, nee, ich nehme Focus RS. Gute Wahl. Das ist im Moment der wohl heißeste Hot Hatch der Welt. Und heißeste Hot Hatch, Alter. Ja, schön. Ich schalte mal kurz rüber hier. Kann man hier... Ah ja, kann man. Sehr schön. So. Drücke Eingabe. Ja, ich einsteigen. Sehr schön. Jetzt ist dann ah ja, ich erinnere mich. Es ist ja wie gesagt alles das Gleiche. So, ja. Kreativität ist wahrscheinlich jetzt auch eher verhalten hier. So, wo gab es diese komischen Plaketten? Genau. So. N. E. Und R. So, und hier hatte ich glaube ich, so ein Leerzeichen, ne? Es war furchtbar asymmetrisch, aber ich glaube, da kann ich nun leider nichts gegen machen. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Zack. Hier haben wir noch genug Autos, wo wir es ändern können. Schöner Focus RS. So, als erstes Auto würde ich auch nicht nein sagen. So, das ist die Karte. Du hast bestimmt ein Gefühl für dein neues Auto bekommen. Ja. Also habe ich dich für ein paar Veranstaltungen angemeldet. Ich verstehe nicht. Wir sehen uns da. Könnt ihr ja nicht raffen? Ey, der Typ hat schon mal eine Demo gespielt, als ob ich das alles normal machen muss. Es wäre mir cool, hätte er das übernommen. Wir machen einfach mal das hier. Als erstes. Na? Hallo? Hier. So, gut.
So, dann fahren wir mal dahin. Schönes Kennzeichen. Ab geht er. Schalten mal in die Innenansicht, einfach mal so zur Abwechslung. Fürs Feeling. Du hast dein Ziel erreicht. So, Veranstaltungen einrichten. Die Musik. Was hat sie eingeladen, Vorsorge Sohn 4 zu spielen? Ja, ich nehme an, Philipp. Schlag dich hier gut und du wirst zu weiteren Veranstaltungen eingeladen. Schlag dich da gut. Warte. Annehmen. Was auch immer das jetzt macht. Ich spiele einfach mal weiter. Okay. Ja, Veranstaltungen starten. Ich guck mal hier mit Option. Ich glaube, das ist aber schwierigkeitsmäßig. Ja, durchschnittlich ist, glaube ich, alles erstmal in Ordnung für den Start. Ist ja erstmal das erste Rennen hier. So, wichtig ist, keine Kontrollpunkte verpassen. Und das Radio konnte man wie umschalten? Hier, genau. Ich erinnere mich. M83, die kenne ich ja sogar. Die Künstler. Machen ganz coole Elektromusik. Was haben wir denn hier für Autos? Wir haben hier wahrscheinlich einen Golf R oder einen GTI. Ey, nicht der Controller, ne? Schon wieder. Ich glaube, der braucht echt mal neue Batterien. Jetzt ist der mir schon wieder abgedampft hier. Abgeraucht. Jetzt geht er wieder. Nee. Scheiße. Hallo, Controller. Ich glaube, ich hole mal neue Batterien. Ich kann auch nichts drücken gerade. Das mache ich mal. Ich hole mal ganz kurz neue Controller-Batterien. Das ist aber so gar nicht an die Spielen. Oder ich nehme mal das Kabel. Ich nehme mal das Kabel da. Klar, Moment. So. So. Kabel hier. Scheiß auf Wireless. Brauche ich nicht. So, jetzt dürfte es wieder gehen, ne? Ja, gut. So, kann man nochmal neu starten und zurückspulen? Ich hoffe mal. Der Start war jetzt wirklich verhalten. Ich an der Wand klebe. Sag mal. Okay. So, haben wir jetzt hier wieder. Wahrscheinlich fahre ich auch wieder gegen Philipp. Der wird hier wahrscheinlich wieder irgendwo rumschwirren. Da vorne ist er. So, wir spulen. Weiter darf ich nicht zurückspulen. Okay, das wird. Jetzt habe ich mich verdrückt. Wie ist das Rennen abgebrochen? Nein! Oh Gott, jetzt muss ich mal von vorne machen. Egal, wir haben die Zeit. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. So, ab hier. So, müssen wir uns halt nach vorne kämpfen. Oh Gott. Na gut. Egal. Philipp werden wir wohl noch einholen können. Weiß ich ja, das habe ich zu Philipp auch schon gesagt, das wäre cool gewesen, wenn die Rennzeiten, die Philipp und Johann jetzt hier wirklich ja auch gefahren sind, müssen sie ja, wenn die wirklich übernommen werden, das wäre irgendwie cool. Dann würden die sich wahrscheinlich immer sehr weit vorne absetzen dann so auf Dauer, aber da hätte man dann dieses Multiplayer-Gefühl noch ein bisschen gepusht. Scheiße. Das ist übrigens sehr cool, wie bei dem Xbox One S Controller auch in den Schultertasten auch Vibrationsmotoren drin sind. Das merkt man vor allem gut beim Schalten und so. Das fühlt sich irgendwie ziemlich cool an. Was ist ja ein alter Fokus, ich gerade hier. Den wir gerade hier voll das heftige Duell fahren. So, hau ab hier. Oh, fuck. Das habe ich voll verkalkuliert. Nein, da wollte ich ihn wegstoßen. Alter. So, aber doch noch gerade so Erster geworden. Sehr schön. Erster Platz. Ich wundere es aber trotzdem, dass ich nicht noch auswählen konnte, wie ich vom Spiel genannt werden will. Ich meine, er weiß ja, dass ich Konrad heiße, offensichtlich. Aber vielleicht werde ich auch Boss genannt werden oder so. Auf dem Festival war das. Ich glaube, das kann man irgendwie noch ändern, habe ich so, und du gesehen eine in der Demo. Einladung für die nächste Runde der Horizon-Straßenrennserie. Ja. So, Einfluss. Ich glaube, bei Forza Horizon 3 wurden die Level irgendwie in
Followern oder so richtig up-to-date gemessen. Ich glaube, hier ist es in Einfluss. So Influencer-Style. Automatisierte natürliche Navigationsassistentin. Ich zeige dir, was du auf dem Festival machen kannst und helfe dir dabei, Aktivitäten in ganz Großbritannien zu finden. Ist gut, Anna. Ich brauche Einfluss. Okay, Konrad. Das ist echt gruselig. In der Horizon-Straßenrennserie bestimmt. So, darf ich jetzt fahren, Anna? Hallo, Konrad. Folgende Horizon-Sender sollten in deinem Radio voreingestellt sein. Horizon Pulse, Horizon Base Arena, Horizon Block Party und Horizon Access. Such dir aus, was dir gefällt. In 100 Metern links abbiegen. Mir wurde nämlich von Johann gesagt, dass man irgendwie irgendeinen Google-Dienst radiomäßig in Forza integrieren kann und dann seine eigene Musik abspielen kann. Muss mir nochmal informieren. Ich gehe jetzt auch nur an der Xbox. Das ist mir alles so aufdringlich. Ich hätte gerne ein bisschen was Entspannteres. Ich meine, ich kann auch meine eigene Musik anmachen, so ist es auch nicht. Du hast dein Ziel erreicht. So, was? Ambles Side Sprint. Go. Ja, kenne ich ja nur alles schon. Da ist Johann. Hallöchen. Also, im Auto. Überholen wir mal ganz easy. Es wäre halt wirklich cool, wenn seine Zeiten hiermit übernommen werden. Vielleicht wäre es dann auch zu schwierig oder so zu gewinnen. Aber das hätte ja dann nochmal einen gewissen Charme. Oder dass man es wenigstens an- und ausstellen kann. Sowas vielleicht. Dass es dem Spieler überlassen bleibt, ob er das möchte. Sorry. Oh, jetzt kommen wir. Ach ja, die Serpentin, ich erinnere mich. Oh, schöner Drift. Nicht schlecht. Oh, geil. Boah, 1A. Heftig. Es ist nicht, es ist schwieriger als es aussieht, aber einfacher als man denkt. So. Ah, das war nicht so gut. Sehr schön. Auto hat aber auch schon ein bisschen gelitten. So. Ab ins Ziel. Wie die Musik-Visualizer hier auch im Ziel spielen. Schön. So, ja, hier, das ist ja wirklich nur alles erleichtert. Ich könnte hier auch mal schwierigkeitsgradmäßig ein bisschen hochschalten. Ich finde es übrigens fast ein bisschen einfallslos, dass in diesen Zwischensequenzen mit Level und was auch immer, dass das immer nur auf so einem blanken Bildschirm angezeigt wird und das Auto und man selbst einfach so im Nichts steht. Hat halt irgendwo was Modernes, aber irgendwo ist es auch ein bisschen einfallslos. Das habe ich unter dem auch schon gesagt. So wie du fährst, ging das ja gar nicht anders. Aber sie geht erst im Herbst los. Kannst du dich bis dahin anderweitig vergnügen? Ja, ja, Rebecca, ist gut. Jetzt kommt dieses Rennen mit dem Chiron. Ich erinnere mich. Wow, du siehst Frankie Beaumont zum Verwechseln ähnlich. Ich bin Joel Carter, Horizon-Fahrerbeziehungen. Pass auf, ich habe einen Job für dich. In der Nähe wird ein Film gedreht. Ja, genau. Wir brauchen einen Standfahrer. Ist etwas kurzfristig, ich weiß. Aber was sagst du? Normalerweise läuft es nicht, bin dabei. Dass ich einen Gefallen von dir brauche. Aber komm zu mir, sobald du kannst. Und ich stell dir Mike Steele vor. Er ist im Filmbusiness. Mike Steele, alles klar. Ich bin auf dem Weg. So. Und Gas.
Wir gehen mal ein bisschen die Mucke durch hier. Ups, ja. Wollte ich nicht. Nein, keine. Danke. Irgendwas, was man kennt? Oder irgendwas Entspanntes? Links abbiegen. Luxury. Hier, lass einfach mal laufen. So, wir fahren jetzt zu einem Stuntrennen. Wie gesagt, das ist ja nichts Neues jetzt für mich. Wirklich ein bisschen schade, dass ich das alles nochmal machen muss. Da ist wieder Philipp, hallo. Ist er das jetzt wirklich? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, die fahren jetzt auch nur botgesteuert rum. Das sind jetzt auch noch keine, weil er spielt ja scheinbar auch gerade parallel. Vielleicht gehe ich sogar mal rüber in seinen Sprachchannel gleich. Ja, weil er reinziehen kann. Oder so. Da vorne fährt Johann. Der ist auf jeden Fall auch gerade nicht zu Hause, das weiß ich. Oh, hier abbiegen? Ui, sag das doch. Oh, erstmal den ganzen Vorgarten umflügen. Sehr schön. So. Gut, da fahre ich mal kurz dahin und dann ziehe ich Philipp mal. Oder ich ziehe uns beide rüber, wie auch immer. Mal gucken. So, und jetzt hier auf diesen wunderschönen Hügel. Erstmal schön das Filmset abräumen. So, warte, kann ich jetzt hier kurz... Ja, kann ich? So, Discord. Ja, ich zieh uns mal rüber. Ist doch richtig geil, Tune. Ja. Ich würde das jetzt so gerne mal machen, ne? So ein Autotune, Alter. Hätte ich super drauf. Hallöchen. Oh Gott, jetzt hören wir dich ganz schön doppelt gleich. Ja, okay, ja, dann... Ich gehe ja wieder. Nee, bleib mal, ich mach den Stream einfach aus. Okay. Wird schon reichen. Ich bin übrigens Mike Stiel. Jetzt klappt's. Konrad, ich weiß nicht, was für ein Auto ich kaufen soll. Ja, sag mal. Also, ich hab jetzt 9000 Credits. Hoffentlich geht das nicht in die Hose. Und ich. Weil ich würde gerne einen Porsche kaufen. Och, Philipp. Ja, okay. Und okay, ich schwank halt zwischen einem GT3 RS für 230.000. Ja. Einem GT2 RS für 310.000. Ja. Oder einen 918 für 850.000. Wie viel? 850? Ja, ist eigentlich. Also, es ist. Ist viel, ja. Aber nur im Vergleich zum Beispiel jetzt ein. Keine Ahnung, Agera kostet ja über 1 Million. Ja. Und ich glaube, ich nehme, weil man möchte sich ja auch noch steigern, nehme ich erstmal nur den GT3 aus. Ja, ich hätte jetzt, glaube ich, auch gesagt, weil das Auto ist ja auch nicht scheiße. Nein. Warum nicht? Aber wenn ich jetzt GT3 S nehme, könnte ich auch überlegen, ob ich lieber ein Turbo S nehme. Gott, ey, ich muss ehrlich sagen, mir ist ein bisschen verschlossen. Was sagst du, Stream? GT3 S oder Turbo S? Stream. Was? Was? Ich auf dem Stream oder was? Nee, dich schneide ich immer raus, extra, immer wenn du sagst, mute ich Discord. Nein, natürlich nicht. Ja, bist du. Schon hier. Mehr oder weniger. Das war schnell. Ich hab. Okay, willst du irgendwie noch eine Datenschutzverordnung unterschreiben oder sowas? Oder geht das so? Okay. Hallo! Was ist gerade los hier? Ich hab mich gerade gehört im YouTube. Ach so, ja, das passiert. Ja, mach den am besten aus, ich hab den auch ausgenommen. Soll ich ausmachen? Den YouTube-Stream, mach den einfach zu. Und immer schön atmen. So. Und immer schön. Sag mal, ich entschließe mich jetzt zwischen den Turbo S und den GT3 RS. Was ist denn da der Unterschied? Ich weiß es gar nicht. Also der Turbo S hat mehr PS. Ja. Aber halt nicht so auf Track ausgelegt. Der hat nicht so einen riesen Spoiler und ist nicht so ein bisschen leicht. Und hat, ist halt einfach weniger auf Track ausgelegt. Okay. Ja, also ich würde den GT3 RS nehmen. Einmal. Warum? Wer labert hier im Hintergrund, Alter? Ich kann nicht mehr. Ich werd fertig. So, jetzt. Okay. Dennis. Stimmen, ey. Dennis, ich brauch noch deine Meinung. Dennis, ich brauch deine Meinung. GT3 RS oder Turbo S? Sag jetzt. Nimm Turbo S. Obwohl, nee, GT3 S ist schon sexy. Okay, jetzt haben beide GT3 S gesagt. Jetzt tue ich es. Dennis, jetzt tue ich es. So, oh, geiler Drift. Geileren Sound, Alter. Welche Farbe? Erstmal gelb. Schwarz, Alter, voll black. Gelben Stitchings. Ja,
Alter, das ist so ein Lit, ne? Ich glaube, ich nehme erstmal Silber. Alter, warte, es gibt auch so viel Spezialfarben. Ich kann ja, auch ignoriere die Kamera. Wie viele Dings hast du? Ich glaube, es kommt gerade keine Zitronis. Ich hab ihn gekauft. Scheiße, Alter, ich hab ihn gekauft. Geil. Hatte man ein Foto über WhatsApp? Das war sehr lieb. Was? Ach, geil. Guck mal, jetzt kann ich hier sehen, Philipp, dadurch, dass ihr das ja auch schon gespielt habt, kann ich uns immer vergleichen mit Zeiten und Sprungweiten und sowas. Und du bist wahrscheinlich viel besser als wir. Ich bin besser als du, aber schlechter als Johan. Und wer ist das? Wer ist Let's Play Noob? Das ist der YouTuber, Let's Play Noob. Und warum habe ich ihn als Freund? Ich weiß nicht, vielleicht hast du es einfach mal so gemacht und Spaß. Ja, vielleicht dachte ich irgendwie, dass es jemand ist von uns und hab den so nach dem Motto, ein Freund vom Freund. Gleich beginnt Forsaton, Leute, gleich beginnt Forsaton. Ich habe einen brandneuen GT3 RS. Geil. Alter, der ist... Ey, ich glaube, es war echt die richtige Wahl, den GT3 RS zu nehmen. Philipp, weißt du, wie man oder ob man, weiß nicht, ob du das von mitgehört hast, dass man irgendwie eigene Musik in Forza integrieren kann? Also, das ging bei Forza Horizon 3 auf jeden Fall, aber bei Horizon 4 habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Irgendwas mit Google. Irgendein Google-Dienst, meinte Johan. Google. Schieß mich tot, weiß nicht mehr. Also, ich brauch's bis jetzt noch nicht eigentlich. Nö, ich auch nicht, aber. Wollte ich mal gucken. So, hier. Eigentlich ein Chiron, Alter. Chiron. Bugatti Chiron. So. Ey, ich. Es liegt. Oh. Scheiße. Hat der GT3 RS Heckantrieb oder Allrad? Ich glaube, Allrad. Porsche GT3 RS hat Heckantrieb. Okay, ich sag gar nichts. Hat er kein Allrad? Warte, ich google mal schnell. Ja, bitte. Weil es ist ja. Eine Abkürzung. Schönes Rapsfeld. Rechts abbiegen. Scheiße. Alter, der fährt sich ja so gut. Ja? Sehr schön. Wahnsinnig gut. Weißt du, was das Coole ist? Eigentlich, du kannst ja eigentlich bei jedem Rennen, mit jedem Auto, egal welcher Stärke antreten und das wird immer angepasst an deine Stärke. Ist ja nett. Weil du kannst zum Beispiel, ich hatte oft bei anderen Spielen, also Forza ist das Problem, ich habe ein Auto getuned und musste genau achten, dass der gerade nicht von S1 auf S2 springt. Ja. Verstehst du? Ja. Und dann dachte ich, und dann musste ich immer so Kompromisse machen und den so extra auf blöd tunen, damit der S1 800 ist und nicht S2 801, verstehst du? Ja. Und jetzt kannst du auch einfach ein S2 801 haben und dann werden die Gegner auch dran angepasst, weißt du? Ja. Bei anderen Forsas war es dann so, dann sind die anderen Gegner alle im S2 Maxed Out gefahren und ich war dann natürlich der Schlechteste. Aber jetzt kannst du es einfach... Ja, Hinterradantrieb. Ich hab recht gehabt. Okay. Der fährt sich wie Allrad, das ist Wahnsinn. Im GT2 RS müsste das gleiche sein. Erstmal der mechanische, also wenn erstmal die ganze Pisse hergestellt ist, so bis Temperatur, Bremsen und Hinterreifen, dann muss wohl der mechanische Grip so fantastisch sein, es muss wohl unvorstellbar sein. In Allradantrieb. Ja, wirklich, das ist so, du fährst, also. Ich will mal ein Review angucken von Jean-Pierre, also JP Performance oder so ein Bums. Ich kann das ganz schön gut wiedergeben, was das Auto so braucht. Ich hab ja eben den 27 McLaren 27 gekauft, Konrad, ne? Ja. Er hat auch Heck. Ja, aber der fuhr sich so unsicher, da musste ich erstmal breitere Reifen und alles draufbauen, damit der ein bisschen besser fuhr, aber der Porsche hier. Vielleicht aber auch ein bisschen daran, dass einfach 720 PS nochmal ein paar PS mehr hat, ne? Ja, ich meine, wäre es ein GT2 S, wäre es fast gleichzusetzen, weil ein GT2 S hat 700 PS, 700 Newtonmeter. Krass. Wie viel Hocken der GT3 S drauf hat. Der hat 500, glaube ich, oder 510 oder sowas. 60 oder so ein Scheiß. Nee, ich glaube 515 PS. Oh, nein! Oh, fuck! Hallo? Oh, jetzt habe ich... Sorry. Maus? Hallo, Maus? Danke, Maus. So, was gucken. Au, war das... Oh, dumm von mir. Das ist Wahnsinn. Seiner scheiß Knarre, Alter. So, mal neu starten.
Ja. Meinen haben immerhin haben. Alter, Leute, ihr müsstet euch das Bild gerade mal ansehen bei mir. Hier stehe ich mit meinem GT3 RS daneben. McLaren Philipp, kannst du mir einfach mal ein Bild über WhatsApp schicken vielleicht? Ja, warte, oder über Snapchat. Steht, Jolo! Hast du, Tönis, warst du eigentlich schon bei Johann? Hast du das schon mal gespielt auf dem Rennsitz? Ey, leider nicht, Alter. Ich hätte es so gerne mal gemacht, ne? Ja. Es ist nichts geworden. Okay, jetzt ist er gerade auf Helgoland oder so, ne? Glaube ich, habe ich gesehen. Ach, gerade Ferien. War Johann eigentlich jemals in den Ferien einfach zu Hause? Ich weiß es nicht. Gute Frage. Boah. Da trifft, Alter. Oh nein, ich bin vorbeigefahren. Gefährlich. Da haben wir Bock mehr Forza zu spielen, Alter. Ich liebe ja Autospiele, ne? Oh mein Gott. Ey, das ist gerade so geil, weil sonst, wenn Forza drin ist, fahren alle irgendwie komische Autos, irgendwelche Rallye-Trucks, aber jetzt haben alle so ein Supercar. Was ist ein Forsaton, Philipp? Muss man mal aufklären. Wenn du, ich sage, wie gesagt, du kommst jetzt erstmal in den Modus, wo du alle Jahreszeiten als Saison einmal durchspielen musst, indem du eine gewisse Anzahl an Reichweite oder so bekommst. Ja, das habe ich schon gesehen, ja. Und danach kommst du halt in das ganz normale Spiel, und da, wenn du eben im Online-Modus bist, kommen alle paar Minuten immer so ein Event, da kannst du frei nach Schnauze einfach hinfahren. Dann fahren einfach alle Spieler, die gerade mitmachen, müssen halt so eine kleine Challenges machen, wie irgendwie zusammen versuchen, 1000 Meter gemeinsam an Sprung zu bekommen, also addiert. Danke, Herbert. Aber diese unglaublich hässliche Animation gerade. Ich konnte ja schon fast nicht schlafen, als ich gestern zu Herbert Hermann gesagt habe. Oh, hab ich jetzt vorbeigefahren? Ja, ne? Ne, gut. Hab ich jetzt vorbeigefahren? So. Oh. Go! Weiß hier jemand noch, als ich Rufen immer Ufe genannt habe? Ja, ja, ja. Und bist du gecheckt, dass Rufen und Rune nicht die gleichen Menschen sind? Hat auch wirklich lange gedauert. Ich hab wirklich die ganze Zeit gedacht, das ist Rune. Wo ist der Typ eigentlich? Lebt er noch? Ja, der ist jetzt, oh Gott, in Greifswald auf dem Fachgymnasium oder sowas. Also internatsmäßig. Ich habe den auch sehr lange nicht mehr gesehen. Ich krieg nur über hier meinen Dorfkumpel Hannes immer mal ein bisschen was mit. Weil ja, aber ich fand Rune immer unsympathisch. Oh. Wow! Langsam werde ich mich ja Bock, Alter. Ich raste so aus, wenn ich sterbe, ne? Schön, Tönis, ey. Oh, was ist das, eine Pisse hier? Was spielst du denn, Tönis? Esco heißt das Spiel. Esco? CSGO spielt. Ach so, ja. Ich hab schon gesagt, ja. Was ist das denn hier? Scheiße, ne? Ich hasse das Spiel jetzt schon. Das ist ein Messer und durch den. Ach Gott. Hast du noch andere Spiele außer CSGO? Ja, ich hab eigentlich viele Spiele außer Battlefield, aber. Hast du Battlefield? Ja, nicht eins. Als ob ich jetzt eine E-Mail kriege, wenn Herbert mir auf Twitch folgt, ist ja lächerlich. Okay. Jetzt will ich ja mal. Also, so ein Spendenstream ab und dann folgen dir zigtausend Leute. Nee, ach, Alter, Quatsch, ey. Ich spende für die Kinderkrebshilfe Deutschland. So, dann schenke ich alles in meine Tasche. Ich würde ja gerne mal sehen, was ihr jetzt gefahren seid für Zeiten. Neustarten? Ich kann nicht gucken, was ihr gefahren seid. Menno. Ich habe bisher jede Runde gewonnen, bin aber jede Runde auch verreckt, oder? Nein, eine nicht, Tatsache. Jetzt vielleicht? Aber ich bin der beste Spieler, das muss man mir lassen. Was hast du gesagt? So, jetzt hier. Ja. Spieler, das sieht aus, als hättest du dich schon. Hast du Overwatch? Saison qualifiziert. Nein, hat er nicht. Ich müsste mal gucken. Nein, hast du nicht. Warum hat er denn noch Kolo? Möchtest du einen Preis gewinnen? Ah, jetzt kommt dieser Wheelspin. Als ob es ein Emote gibt. Als ob es hier Emotes gibt. Alter, komm mal, das ist der größte Abfuck in der Welt. Man bekommt gefühlt immer nur Emotes und irgendwelche komischen Hosen. Und alles andere außer und Mützen oder sowas. Ja, ja, das ist so mehr. Was hast du erzählt? Du hast eine Hose bekommen und noch was. Ja, und vorhin,
wenn du dann diese Super Wheelspins hast, das sind ja drei Wheelspins nebeneinander gleichzeitig. Okay, ja. Und du dann da einfach drei Kleidungsstücke bekommst, ne? Da regst du dich richtig auf. Ja. Da regst du dich richtig auf, mein Freund. Da wirst du richtig sauer. Ja. Hör auf zu quatschen hier. Erzähl von ihm Sommerurlaub in Australien. Obwohl, das war bestimmt so ein Sidekick zu Forza Horizon 3. Naja, egal. Bell, was hast du bei den ersten beiden Autos für Autos gewählt? Den Focus und den Subaru. Okay, gut. Willkommen, Club. Ja, Ich hätte im Endeffekt nicht den Subaru genommen, weil ein Scheunenfund ist ein noch älterer Subaru. Okay. Da hätte ich dann eher wahrscheinlich den Lancer genommen. Also der driftet ganz nett, der Subaru. Ja, ich glaube, der ist auch das beste Auto von denen. Ist es jetzt eigentlich von England eine echte Karte oder nachgemacht? Das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Immer nachgemacht, kann man die machen nie. Es geht nur darum, sozusagen Spaß zu haben. Okay. Ubi, oh motherfucking. Sofort deinstallieren. So. Jetzt hier aber. Diese Musik, ey. Also, so ein bisschen Future Bus-Style. Kann ich mich eigentlich nicht beschweren. So, mach jetzt. Hä? Heiß, macht dir dich heiß, die Musik, Alter. Ja, weiß nicht. Ah, das habe ich aber noch nicht gefahren, das Rennen, oder? Das ist das einzige Demo am Anfang. KTM. Mein erster Kill, Alter, mein erster Kill. Straßenrennen, Bethlehem Gate. Ich liebe es, Leichen abzustechen, Alter. Alex redet schön im Bomberjacke. Wenn du nur halb so gut fährst, wie er behauptet, werden dich die Jungs hier lieben. Oh, warum geht alle, ey? Solltest du eins wissen, das Festival sieht das hier nicht unbedingt gern. Salim. Also erzähl Kira nichts davon, okay? Ich bin echt ein richtiger 0815 Typ. Was hast du für einen Charakter genommen, Philipp? Ein anderer 0815 Typ. Okay. Weil man kann die ja jederzeit wechseln. Ach so, gut. Das ist schön. Einfach mal die Fresse transplantieren. Ja. Und als Frau-Figur kann man genannt werden, ne? Ja, genau. Alter, die Musik ist voll übertrieben. Oh Mann, mein Spoiler ist gerade abgeflogen. Gut nachgesungen, Konrad. Ja. Es ist halt echt 1:1 Future-Bass gerade. GGG. So, Philipp, du fährst gerade bei mir so ein Monster-Focus, glaube ich. Ja. Von Ken Block, oder wie der heißt. Den habe ich bei meinem zweiten Wheelspin bekommen. Ach, geil. Weißt du, ob es noch mehr von ihm gibt? Ja, den Mustang oder den Subaru oder so? Ja, gibt's alles. Es gibt cool. eine ganze Marke Hooligan da bei der Autoliste. Nice. Da gibt's den Mustang und den Focus und noch ein paar andere, die man nicht kennt. Ja. Oh, Checkpoint. Das war knapp. Jetzt kacke ich gerade ein bisschen ab hier. Boah, Alter, was eine Kurve. Oh Mann, ich komme andauernd auf diesen Drohnenmodus. Ich habe gerade ein Kommando gegeben und der führt es einfach durch. So gehört sich das. Ich glaube, ich verpasse meinen Porsche jetzt noch einen Rallye-Streifen. Oh, schön. Boah. So. Tschüss, KTM. Hau ab, du alter Sack. Yourself. Oh Gott. Piss dich, Alter, ist er dumm? Ist er dumm? Oh mein Gott, ist er dumm. Oh mein Gott, ist er dumm. Oh, nee, der hat nur überlebt, Alter, sonst hätte ich ihn so ausgelacht, ne? Oh mein Gott. Ist der Typ dumm, Alter. Geh weg hier!
Hallöchen? Oh, hallo! Dona! Na? Ja, ich Malermeister ich Maximilian? Oha! Wow. Ich guck grad den Stream. Oh, ach, guck mal. Kommentare von uns. So, Mann, ich will sehen, wie schnell ihr gefahren seid. Ist doch doof. So, ja, komm hier, ich will das nicht sehen. Unter Straßenrennfahrern gibt es lauter unausgesprochene Regeln. Alter, haust du meine Fresse? Philipp, kann man auch T-Shirts ziehen eigentlich? Ja, natürlich, man kann T-Shirts, Jacken, Handschuhe, nö, Scheiße ziehen. Und sind das dann auch richtige Markenklamotten so, oder? Nein. Ich wollte auch, ich wollte Yeezys haben. Hätten sie nochmal so ein bisschen Product Placements mit einbauen können? Das wünsche ich mir fürs nächste GTA. Oh ja, das ist auch, ey, wenn das kommt, ne? Da brechen auch wieder alle Dämme, wirklich. Hey, ich wollte nur GTA sagen, 10. Was? Ich verstehe nicht den Hintergrund, was ich gedacht habe. Ja. Hey, gut, ich wollte auch nochmal ganz kurz vorbeigucken. Ich werde auch gleich wieder verschwinden, ne? Ja. Ja, genau, dann euch noch ein. Ebenso. Ganz feinen Abend und. Ja. Ne? Viel Spaß dann. In deinem grünen Zimmer. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Was ist der nochmal? Jona. Wir haben vorhin seine Zimmerwand gestrichen. Und zwar an so einem Greenscreen-Grün tatsächlich. Ih, Alter, da krieg ich Kopfschmerzen. Ja, mal gucken. Wenn ihr es übertrieben habt. Alter, hat jemand Bock auf. Ey, ohne Witz, Philipp, ich geh morgen echt mit meiner Mama ins Zoo wahrscheinlich. Ernsthaft? Wirklich? Ich meinte heute so, yo, wollen wir hier was unternehmen? Ich so, ja, lass uns. naja. Kann ich mitkommen? Ey, Herbert, weißt du, wenn deine Mama unterwegs ist, so wie du nicht, ich geh mit deiner Mutter. Okay. Geil. Soll ich dir deine Nummer nachher geben? Ja, mach mal. Ist ja witzig. Ey, ich überlege gerade, ob ich meinen Porsche so anmale wie Ivans North Face Supreme Jacke in diesem Waldmuster. Ach, geht das? Kann man auch so, man kann auch so Skins und sowas machen, ne? Also, wie heißt das? Folien, Design. Folieren. Ja, genau, man Designs. Kann da, also, man muss einfach nur mal in die Community gucken, so viel. Ja. Ich komme halt noch nicht mal dazu gerade. Ich weiß, ich mache Martini. Oh geil, das ist geil, Leute. Was, Martini? Weiß mit diesen Martini-Streifen. Okay, ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist mit. Alter. Quatsch, ich bin nicht zu, Alter. Die Navi-Tunte. Ich hab die ausgeschalten. Kann man die nicht so umschalten, wie auf Horst Schlemmer oder so? Recht. Das wäre irgendwie cool. Horst Schlemmer Mod. Du hast dein Ziel erreicht. So. Warte, vielleicht gibt's, wenn es diesen Martini nicht auf Weiß, sondern auf Silber geben würde, das wäre natürlich der Oberburner. Ja, es gibt ja von Leuten erstellt so. Kann ich da, gibt's irgendwie Suchbegriff oder sowas? Ich suche nach. Text eingeben. Oh, die geile Martin. Scheinbar Martin. So, und jetzt, ja, da gibt's ein paar. Aber welches nehme ich denn? Da haben sich echt ein paar Mühe gegeben. Weißt du, wie man die machen kann? Kann man die irgendwie hochladen oder so? Ja, da gibt's einfach ganz viele in der Community, ganz viele Designs. Ich mach mir doch nicht die Mühe und erstelle mit diesen. Natürlich nicht, aber ich vielleicht gibt. Oh, Alter. Das Rennen ist tatsächlich ein bisschen Anspruch hier. Der Typ vor mir heißt Ying Sucks. Das ist schön. So. Oh, Alter, enge Kurve hier. Das muss auf diesen Strecken so Spaß machen, auf diesen engkurvigen Offroad-Strecken mit diesem Rennsitz. Da bist du ja nur am Kurbeln, ey. Eben.
bestimmt auch ultra schwer. Tönis, da muss ich dir nochmal schnell ein Foto schicken. Das sieht gerade so geil aus. Schick mir auch mal, vielleicht will ich auch mal sehen, was du gerade machst. Bevor ich auch selbst in diesen Genuss komme. Ogün hat mich abgeknallt. Ogün, der Gute. Mehmet, wenn du morgen in den Zoo gehst, fährst, wie auch immer, ne? Eventuell. Dann schon am Vormittag oder erst am Nachmittag? Philipp, das sieht geil aus. Okay. Mhm. Gar nicht. So, Crystal nebenbei ein bisschen. Ja, frag mich mal an. Ich hab's irgendwie verpasst und deswegen ist die Zeit abgelaufen. Ja, und ich hab nichts bekommen. Ne? Oh, Fahrkontrolle. Felix ist ja richtig dumm übrigens, ne? Ja, Felix Idlich. Ja. Ich hab gegen den, das ist jetzt echt peinlich, ich hab gegen den nochmal verloren. Oh, aber dann noch, und dann haben wir nochmal gespielt. Oh, der hat gerade alle Fragen richtig gehabt. Ich hatte auch alle Fragen richtig gehabt. Digga, der kann einfach gut raten, hab ich echt auch das Gefühl. Aber ja, dann habe ich. Dann nee, hab der ich kennt die Frage halt. Boah, Alter. Herbert, du bist wieder da, ne? Ja, yep. Ich hab grad gefragt. Okay. Ja, ich glaube ja, du hast mir nicht zugehört. Ja, alles gut. So, Leute, ich will spin, alle Daumen drücken. Wenn du weg bist, wann du morgen weg bist? Also, wenn du ins Zoo gehst, meine ich. Nicht am Vormittag, oder? Ne, ich hoffe gar nicht, aber. Okay. Ne, am Vormittag, nicht am Vormittag. Was ist denn am Vormittag? Ne, ich würde vielleicht, ob wir dann morgen die nochmal auch diese Rostock-Folge aufnehmen wollen. Ich sag mal so, morgen Vormittag werde ich irgendwann um. Ich will euch nicht unterbrechen, ne? Aber ich hab grad ein Emote bekommen und zwar den Tanz, den Drake bei Hotline Bling. Ja, genau, deswegen solltest du noch nicht unterbrechen. Hey, ich schulde dir was für ja, okay. Hilfe vorhin. Erzähl weiter, Herbert. Vormittag gehe ich zum Friseur und bringe so Pfandflaschen weg und kaufe mir neues Zeug. So von den Pfandflaschen Geld. Geil. Okay. Ja, ohne Witz, die haben halt so eine Kiste, eine Pfandflaschenkiste und da sind einfach irgendwie 10 Tomaten mindestens drin, kann ich alle wegbringen. Okay. Und dann kannst du davon 3 neue Socken bei Kick kaufen oder wie? Ja, oder halt neue Tomate. Achso, oder so, ja. Ich dachte, du kaufst ja halt neue Sachen. Dann, ja genau, und dann, ja, ich weiß halt nicht, ob ich wirklich... Also okay, naja gut, egal. Ich wahrscheinlich eher nicht. Gut. Und ich hoffe, dass ich halt nicht zum Aquarium muss oder irgendwas machen muss. Boah, was ein Drift, ey. Vielleicht anlegst du aufs Kino hinaus oder sowas, mal sehen. Ich hab so Bock auf, ich würde gerne mitkommen. Ich aber nicht. Ich komm mit, dann ist deine Mutter trotzdem vor, weil sie nicht alleine ist. Das wäre irgendwie echt lustig. Alter, ich hab das Chicken-Kostüm. Nice. Und er macht den Hotline-Bling-Dance. Steigt er danach aus dem Auto aus? Oder ist es ein anderes Video? Nach einem Sieg, wenn die daneben stehen, weißt du? Okay, ja, ne, keine Ahnung. Brand? Ja? Als du das Spiel geöffnet hattest, da warst du noch eine Frau. Ja, kann sein. Und weiter? Warum hast du es geändert? Achso, hä? Worauf willst du hinaus? Weil ich ein Mann bin, verdammte Scheiße. Ja, keine Alter. Ahnung. Verdammte Scheiße. Oh, bin ich jetzt gerade vorbeigefahren? Nee. Ja, das ist gut. Alter, geil, ich hab eine Jeansjacke freigeschaltet. Alter, das sind Leute hier. Oh Gott. Ich hab eine Jeansjacke, Leute, die sieht jetzt richtig cool aus. Oh nice, ey. Ich hab doch dieses hässliche Forza-T-Shirt. Das kann man bestimmt auch kaufen, so als Merch. Vor allem, weißt du, was mich richtig geärgert hat am Anfang? Bei Forza Horizon 1 und 2 und 3 war es noch so, wenn du alte Forza-Teile gespielt hast, hast du richtig viel Geld und ein schönes Auto so am Anfang als Belohnung bekommen. Und weißt du, was man hier als Belohnung bekommt? Eine Jacke. Ein scheiß T-Shirt. Ein T-Shirt, wo ein Logo von dem Spiel drauf ist, was du aber schon gespielt hast. Toll. Das habe ich mir echt gewünscht, so. Das Leben ist Bass.
So, biegen. So, ich glaube, jetzt bin ich so weit, dass ich außerhalb des Demo-Dingens bin. Ey, dann freue ich dich gleich nochmal an. Falls du überhaupt schon, bist schon online verbunden? Ich hab jetzt, bin jetzt gerade bei meinem ersten Haus, irgendwas mit Haus hab bin ich jetzt. Das klingt schon recht spannend. Weißt du, was ich musste bei mir erst bei der Fritzbox-Software den T-Regio-Filter ausschalten, damit es bei mir online ging. Okay. Hast du eine Einladung bekommen? Ja, warte. Ich habe es ja vorhin noch angenommen, aber ich meine, ich spiele ja schon. Hast nicht richtig, hast nicht hundertprozentig angenommen. Okay. Ich habe jetzt wieder mal aufgeklickt. Na, weil wir können da irgendwie in der Kolonne fahren. Ah, jetzt kann ich mein T-Shirt ändern. Fahren wir mit mir in der Kolonne. Ja, ich bin jetzt gerade... Wenn das schon geht. Also habe ich dir als Dankeschön... Ah, komm, jetzt kann ich ihn... man kann echt den Charakter komplett nochmal anpassen. Okay. Ne, ich bleib der Mann. Oberteil, ne? Oder wenn du wieder aus dem Haus bist, lad mich mal irgendwie ein in der Kolonne, dann können wir zusammenfahren. Okay, ich nehme mal dieses Forza 7 T-Shirt. Nö, es ist alles. Jetzt sehe ich auch diese T-Shirts, Herbert. Philipp. Horizon T-Shirt. Das ist. Jacke. Ja. Beine. Das heißt nicht Hose, das heißt einfach Beine. Ja, weil du kannst auch Röcke und so einen Scheiß. Geil. Anziehen. Ah ja. Die ist so ein Glitzerrock. Ist ja witzig, ey. Vor allem, klick mal noch weiter, da gibt's irgendwann so Ganzkörperanzüge und da gibt's so einen Chicken-Anzug. Den hast du gerade bekommen, ne? Ja. Was ist denn der hier? Das sind gerade die Röcke. Keine Ahnung. So eine schöne graue Hose. Füße. Haben wir graue... Da, nimm die schwarzen Sneaker. Ne, ich habe jetzt gerade graue Oberteile. Mit die weißen. Kopfbedeckung, so ein Beanie. Fußball in diesem Spiel, der nervt mich. Auge? Mach kein Auge. Nase? Ne? Handgelenk. Schön Wrist. Hände? Ach hier, ja, ich sehe das Outfit. Das ist bescheuert. Was, moderner Bond 007? Ach, guck an. Ich hab das Chicken Outfit. Aber ich hab's nicht an, ich hab eine Jeansjacke an. Ich hab jetzt gerade so einen richtigen Standard-Outfit. Schön mit Mütze. Two-Step. Oh yeah. Was? Wann möchtest du dieses Emote ansetzen? Angeberkarre oder Sieg? Ja, du kannst es am Anfang des Rennens oder am Ende des Rennens. Okay, wenn ich mach's bei Sieg. Das ist gut, okay. Wie komme ich hier raus? B, gut. Also, wenn du wieder freie Fahrt bist, dann lad mich mal ein oder so. Okay. Übers Menü wahrscheinlich irgendwie, ne? Ja, da musst du. Ja, gleich bei Start gibt's Freunde einladen. Warte mal. Charakter anpassen. Ich glaube, ich bin jetzt hier gerade nochmal wieder in irgendeinem Menü drin, ne? Also in irgendeinem vorgefertigten. Ja, ich muss erstmal dieses Hausdings beenden. Hochmut kommt vor dem Fall. Jetzt habe ich mich für den Herbst. Ah, jetzt habe ich hier gerade so eine heftige Herbst-Animation. Wo alles vergilbt. Herbst. Ach, schön. Samforte? Sieh mal an, wer es in die Herbstsaison geschafft hat. Du bist schon fast für die nächste Runde der Dirt-Rennserie qualifiziert. Warte, ich habe jetzt hier noch... Komm nach Zahnhaus. Mit was für Mit was für Fahrhilfen fährst du? Oh Gott, ich habe da noch nichts geändert. Ich guck gleich mal. Dann hast du auch so wie ich Traktionskontrolle an, aber Stabilisationskontrolle aus. Warte mal, also das... Okay, warte mal, ich guck mal. Audio, Schwierigkeit, wahrscheinlich hier, ne? Fahrhilfe, ah ja. Traktionskontrolle an, Stabilitäts aus, ja genau. Ja, das ist, glaube ich, auch am besten. Also ich habe ein bisschen rumprobiert. Hört ihr mich? Ja. Nee. Ich hab Driver-Tasch-Schwierigkeit hatte ich erst auf überdurchschnittlich und habe es jetzt auf sehr erfahren gemacht. Weil okay. Weil irgendwann ja, dann mach ich's auch mal. Sehr vor allem, du musst gar nicht immer Erster werden, um die volle Geld, um das ganze Geld zu bekommen. Du kriegst gefühlt auch bis zum 6. Platz immer das gleiche Geld. Deswegen mache ich mir lieber oft ein spannendes Rennen und werde halt mal Dritter, als immer Erster zu sein und so einen Abstand zu haben. Ja. So, Philipp, ich bin jetzt hier im Menü und habe jetzt hier, kann nur Creative Hub und Start machen. Alles klar, dann bist du noch... Ja, ich habe ja gerade erst angefangen. Also, ja, gut, schade. Dein Radio kann jetzt noch mehr
Sender empfangen. Ach. Wenn du auf Drum and Bass stehst, dann hör doch bei Hospital Records rein. Ach cool, man. Und falls du etwas Feingeistiges suchst, versorgt dich Timeless FM mit Klassiker. Das ist ja nett, dass man sogar noch mehrere, 400 Metern links ab. Was? Wolfgang Amadeus Mozart? Ja, ja, Timeless, ne? Das ist ja geil. Der Sender ist gar immer so schlecht, den höre ich. Den lass ich mal laufen, es passt zum Herbst. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich gerade gefreut, dass man hier noch mehr Sender freischaltet, aber das ist sowas. Ich dachte, das ist sowas, weiß ich nicht, irgend so ein Lo-Fi-Hip-Hop. Ja, Timeless, es gab alle Sender genauso mit den gleichen Moderatoren schon bei Horizon 3. Okay. Und Horizon Pulse gab es sogar mit der Moderatorin schon bei Horizon 1. Warte, Felix, sag mal, was das, wie das heißt. Symphonie Nummer 40 in G-Moll. Ich höre gerade Johann Strauss. Ach, auch schön. Das ist ja echt witzig. Spannend, oder? Das ist bestimmt entspannt, Alter. Was hast du gerade für eine Jahreszeit, Philipp? Herbst. Ja, gut. Also ist gerade Herbst. Das ist echt witzig. Völlig. Wer die Straßen ballern in den Herbst und dann so eine Mucke. Ich frage mich immer, wer gibt's jemanden oder wer hat denn Rechte eigentlich an dieser Musik? Die. Phil, weißt du das? Also, wenn Künstler länger als. Also. Vor länger als 75 Jahren gestorben ist oder sowas, oder 70 Jahre, ich weiß nicht, dann hat es ja keine GEMA mehr. Ja, okay. Ich habe mal gehört, aus diesem Grund ist Happy Birthday to You auch irgendwie eigentlich nicht in Ordnung, in der Öffentlichkeit zu singen. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Sehr bescheuert. Scheiß GEMA, ey. Oh, Bremsen. Ich glaube 75 Jahre, weiß es aber nicht mehr wirklich. Ja, ich glaube, das passt 75 Jahre. Habe ich auch irgendwie so mal gehört. Ein Vierteljahrhundert oder so ein Scheiß. Nur so vernünftig, so in dem Zeitraum. Wie würdest du denn die ganzen Konzerte finanzieren? Und GEMA würde einfach nur scheißreich werden. Ja, noch mehr als sie sowieso schon... Naja, eben. Also, das Geld geht doch an den Start, ne? Es ist... Ja, das ist... Ist gar nichts. So, jetzt habe ich mal... Ich habe jetzt auch mal Philipp auf überdurchschnittlich. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Das macht auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall eine beruhigende Zahl finde, ist, ich hoffe, es bleibt auch so, es gibt in Deutschland, also nur auf Deutschland betrachtet, mehr Konzertbesucher, Klassikkonzertbesucher als Bundesliga-Besucher. Wirklich? Als Bundesliga? Ja, ja. Boah, hätte ich niemals gedacht. Das ist ja auch langweilig. Ja, nee, aber also ist doch allein jeden Samstag vielleicht 500.000 oder so. Ja, mehr, hätte ich fast schon gesagt. Ja. Überleg mal hier in Rostock, in unserem kleinen Dörfchen hier. Ja, nee, ich glaube, die Frage ist halt, was zur Bundesliga zählt. Aber wenn wir jetzt nur mal die erste Bundesliga betrachten, ja, wahrscheinlich auch mehr als 500.000 locker. Erste Liga. Ich glaube, erste Liga. Ja, ja, ich glaube, 500.000 ist, glaube ich, eine gute Zahl. Es hält ja nicht jedes Stadion 60.000 Plätze. Man muss ja auch eigentlich aussehen, jedes Konzert. Ich meine, es gibt. Eigentlich jedes Wochenende, fast in jedem Ort in Deutschland, irgendein scheiß Konzert. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt auch. Ja, trotzdem krass. Aber gut, man muss natürlich auch sagen, dass so eine Fußballsaison ja auch nicht über das ganze Jahr geht, ne? Wenn man das wahrscheinlich so ja, hochrechnet. Das ist dann so wahrscheinlich so. Dieses komische Vergleich. Irgendwas muss ich für mich. Hier kommt übrigens bei den Wheelspins, ne? Ja. Da ist eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass man so eine Forza Edition Autos ziehen kann. Aha. Und also klar, die sind immer, die kannst du nicht weiter tunen und die sind da irgendwie festgelegt von der Farbe her und so und die geben immer so ein paar Skill-Boni, aber ich empfehle dir, versteige die im Auktionshaus, weil die geben echt viel Geld. Okay, und die haben, also haben die sonst irgendwas Besonderes noch? Na, die haben halt eben diesen Bonus, das steht da eben, okay. Dass du mehr Erfahrungspunkte bekommst. Aber ich hab insgesamt erst drei Stück gehabt. Ich
habe jetzt einen schon versteigert bekommen für 600.000 oder so. Oh, krass. 600.000? Ja, ja, weil die eben so, so... Weil die Leute auf die geiern. Und, das war ein Alfa Romeo Giulia Forza Edition. Ah ja, das hast du erzählt gestern. Auch das Geld, das ist so ein scheiß Wagen. Aber weißt du, was das krasseste Auto ist, was ich bis jetzt gezogen habe? Eigentlich ist es ein, warte, wie heißt der nochmal? Ein Nissan Nismo GT-R Le Mans. Ein ganz alter. Ah also. Ja. Okay. Und das Auto, das kann man auch nicht kaufen, das kann man nicht ziehen. Mhm, cool. Ich habe mal gesehen, so, man ist ja festgelegt, was der Maximalverkaufspreis ist in der im Auktionshaus und bei dem ist der Maximalkaufpreis 1 Million. Oh, krass. Und ich habe auch, also ich habe ihn jetzt wieder auf die Verstärkungsliste gesetzt, ich weiß nicht, ob den jemand kaufen wird. Die Fans sehen dir gern zu. So erlangst du Aufmerksamkeit und hast bessere Chancen, dich für die nächste Runde zu qualifizieren. Du kannst nur gewinnen. Hallo Konrad! Hallo Konrad! Herbstsaison von Horizon. Mein ja. Team und ich suchen den einflussreichsten Newcomer, der am nächsten Schaurennen. Einflussreichsten Newcomer. Und ich empfehle dir auch eigentlich zwei, eben gerade habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Wenn du ein ganz bestimmtes Auto haben willst, dann guck erstmal im Auktionshaus. Da okay. Findet man schon vielleicht manchmal so ein paar unter eigentlichen Verkaufspreis. Den GT3 habe ich jetzt einfach blind gekauft, weil ich gerade Lust drauf hatte. Alter, viele neue Dinge ich hier gerade bekommen. Aber er freut sich auch darauf, mit der Querfeld-1-Serie ja. Übertreib halt gleich. Also, wie viele? Wartest du noch? Die Map ist so zugekleistert am Ende. Ja, erstmal hier Stunts. Ups. Ich feier, dass ich diese Musik gerade habe. Hallo Konrad. Nur zur Info. Die Automesse ist jetzt eröffnet. Komm vorbei und schau dir alles an. Oder ich schick dir den Katalog nach Hause, wenn dir das lieber ist. Was? Netzwerkdiagnose? Okay. Mal so eine schöne Sicht hier mal haben kurz. Ah ja. Erneut versuchen. Jetzt muss ich ja sogar auch noch was freischalten will wie du. Ja, wie gesagt, ich musste Teredo-Filter ausschalten. Noch nie gehört. Ja, ich habe dann mal auf Ship.de geguckt, ne? Ja. Dann stand da auch, dass das gerade mit Xbox Live viele Probleme macht. Okay. Aber eigentlich nur bei Fritzbox. Ja, Fritzbox ist irgendwie nochmal ein bisschen... Ja, nee, gut, bei mir ist jetzt wieder. Ich hatte mir damals bei irgendeinem FIFA konnte ich irgendwie mal nicht online spielen, das war auch ganz eigenartig. Und allgemein hatte ich... Zugriff auf Mikrofon? Ja, hä, was willst du denn jetzt? Ja, mach doch einfach. Ich hatte damals auch allgemein bei irgendwie allen Origin-Spielen hatte ich damals ganz oft Probleme. Einfach das Internet abgebrochen und da war es auch immer wieder da. Aber in dem Moment, wo es abgebrochen ist, wurde man halt aus den Online-Runden geschmissen. Das war immer scheiße. Fähigkeitspunkt. Was bringt das denn? Ach, da ist es. Man kann jedes Auto einzeln upgraden, was ziemlich scheiße ist eigentlich. Ich kann die Punkte aber nicht sammeln und woanders einsetzen, ne? Doch, sammeln. Achso. Aber jetzt musst du es vielleicht einsetzen, so wie es halt immer in Spielen ist, ne? Aber ja, geht's. Ich weiß nicht, das Problem ist immer so, du sparst die Punkte an und denkst dir so, soll ich jetzt in das Auto investieren oder werde ich in 3 Minuten eh gleich ein komplett anderes Auto fahren und das nur wieder so? Ja, ich habe jetzt aufgeschissen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch so 30 Punkte und ich kann mich nicht richtig dazu entschließen, in ein Auto so zu investieren. Das sind dann, kennst du, das ist wie bei diesen Online-Spielen, wo es immer Diamanten gibt, die man immer mal so peu à peu kriegt. Nee, sowas gibt's nicht, sowas gibt's nicht. Nee, aber ich meine jetzt so als Vergleich und man nutzt sie nie, wenn man weiß, vielleicht braucht man sie später nochmal, dann ändert man ganz viele. Sowas. Nee, okay. Das will ich jetzt nicht sagen, weil man bekommt die auch relativ einfach schnell, diese Punkte. Das ist immer, wenn durch diese Fähigkeitsketten einmal dieser Kreis gefüllt ist, bekommst du die Punkte. Ja. Boah, Alter, was ein Drift. Boah, die Karre driftet sich so geil. Zwischen zwei Autos gerade. So. Perfekt, ey. Oh, was? Koop, Philipp. Soll ich mal gucken, was da passiert? Es wird noch nicht gehen. Ich drück trotzdem mal drauf.
Und es geht vor allem nur mit den Spielern in deiner Lobby und ich bin ja nicht Ach so, in deiner ja, Lobby. Was? Der Stuntfahrer? Kapitel. Kapitel wählen oder nächstes Kapitel? Ja, nächstes Kapitel. Mach nächstes Kapitel. Okay. Drück, weil wenn du Kapitel wählen drückst, dann spoilerst du dich ein bisschen selber, was da noch kommt. Kapitel 2. Sieh mal an, wer da ist. Sieh mal einer an. Okay, wir haben ein paar Straßen entlang der Küste absperren lassen. Fahr mit deiner Karre dahin. Das Stuntfahrzeug bekommst du später. Wenn du siehst, verstehst du's. Hilfe, Mucke, wie hier. Ich möchte... Johann Sebastian Bach. Sehr schön. Gib mir ne Bomb, gib mir ne Bomb. Good job, good job. Musst auch mit diesem russischen Akzent sprechen. Good job. Sonst akzeptieren die sich nicht. Genau. Stopp, Motherfucker. Motherfucker. Rechts abbiegen. Oh, irgendwann macht einen diese Musik auch irre. Dommen Gang, was? Alter. Uff. Links abbiegen. I am dead. Runter denke ich ein paar Chips essen vielleicht. Schrimps oder Chips? Chips. Okay. Schrimps essen. Alter, ich fahr gerade nur mit dem GT3, ich muss mal wieder ein bisschen für Abwechslung sorgen. Was könnte ich stattdessen fahren? Der Philipp, kommen nochmal mehr Radiosender dazu? Ne. Okay, schade. Oh, Kreisverkehr. Oh Gott, ja auch links rum, ne? Das ist ja verrückt. Fahr ich das mal. Ne, ich werde mal. Wann gibt es eigentlich mal eine europäische Version von diesem Wasser? Sag mal, reue dich mal links zu fahren. Mann, da kommt der Drift. Forza Horizon 2 war in Italien. Also ich meine, eigentlich ist 70% des Verkehrs auf der Welt eigentlich rechts. Motherfucker, give me the bomb. Give me the bomb. Give me the bomb. Redest du eigentlich wirklich mit denen gerade, Tönes? Mein Livestream machen von meinem Scheiß. Ich bin nicht so mit einer der schlechtesten CSGO-Spieler dieser. Ja. Sehr schön. Oh, ich bremsen? Gar nicht. Ich meine, so schlecht bin ich gar nicht. Zwei Kills, hab ich einen Assist und 8. Ach, Tode. Ja, und 8. Ui. Was ist das für ein Auto? Gibt's keine Jets oder Sprünge, nur eine alte Audi, ne? Auf der Küstenstraße. Soll der gleiche Film sein. Keine Ahnung, ich habe das Drehbuch nicht gelesen. A7, Alter. Und du fährst? Manchmal hat der Job eben auch seine Vorzüge, nicht wahr? Was ist das für ein Auto? Weißt du, Phil, was das für ein Auto war, der Audi? Und los. Was? Das Kapitel 2 beim Stunt, so ein alter Silberpfeil, aber von Audi halt. Ich glaube nicht, dass es Audi ist, auch wenn man das, wenn das Logo das verrät, aber es ist irgendwie eine eigene Marke im Spiel. Okay. Aber die Musik nicht gerade geändert? Der braucht eine starke Hand. Mach was. Ja, der fährt sich echt eigenartig, auch mit dem Regen. Boah, Alter. Alter, Junge! Komm aus dem Eieiei. Ich muss echt mal sagen, ja. So, die deutschen Autos spielen sich im Spiel besser als alle anderen. Zurecht. Also der M4 GTS, den ich gerade fahre und neulich mal einen AMG GT oder den Porsche, wie gesagt, die fahren sich so viel besser als jetzt die McLarens und Fords und so. Gott, die Innenansicht. Wir bauen halt die besten Autos. Ja. Ist halt so. Ich will morgen in den Zoo.
Ja, ernsthaft, also und keiner von euch will mitkommen. Fuck. Ey, Konrad. Konrad. Ja? Willst du dich doch mit mir zum Zoo? Wenn's nach dir ginge, würde ich morgen 10 Stunden lang Forza spielen. Ich weiß nicht. Nein, komm mit mir ins Zoo, Alter. Ich brauche ein bisschen Real Life. Real Life? Ich weiß nicht. Warum denn nicht? Überleg doch, ist ganz entspannt. Man schlendert so ein bisschen über den Zoo, setzt sich mal auf die Parkbank und beobachtet den Vogel. Was du machst, ist auf eine Bank setzen und ein Magnum essen für 3 Euro. Oh Mann. Überleg mal, Kurt. Ja, ich überlege. Ein bisschen die heimische Industrie hier fördern. Okay. Ich hab Wirtschaft abgewählt. Bis zum Leuchtturm. Oh. Mach schon, Vollgas auf der Geraden. Ich hab heute übelsten Ohrwurm bekommen. Weißt du von welchem Lied? Nee. Materia. Ui, Lila Wolke. Materia Girl. Ach, oh Gott. Oh, das ist aber cool. Also nichts dagegen, ja. Weiß okay. Nicht, ich habe echt einen Ohrwurm. Ja, so scheiße ist das Lied auch gar nicht. Das ist ein gutes Lied, ich würde sogar sagen, das ist das Beste von Materia, meiner Meinung nach. Na, das will ich nicht ganz so sagen, aber ist okay. Ah ja, Bestenliste. Ja, ich war vor... 49. Alter, wie war der Typ 10 Sekunden schneller als ich? Der Let's Play Loop, krass. Oh, Wheelspin. Und ich Johann kriege war der langsamste. 75.000 Credits. Kontostand. Das einzige, was sich verändert hat, ist mein Kontostand. Wheelspin. Ah, das ist gerade so ein Remix. Das kenne ich sowas nicht. Weißt du, und danach habe ich mir einmal. Nachdem ich halt bei YouTube gerade so eingegeben, habe ich mir ein paar andere Material hier angehört, ne? Ja. Das ist mir halt echt aufgefallen. Eigentlich so die ersten, also zum Glück in die Zukunft 1 und 2 waren ziemlich gut, aber der Rest war scheiße. Ich finde die neuen Sachen von ihm echt kacke. Da kann ich echt nichts mit anfangen. Philipp, hast du das gemacht, dass du diese Stuntfahrer-Story am Stück durchgemacht hast? Nö, ich hab die erstmal liegen lassen und dann am Stück durch. Okay, ich überlege mich gerade, ich mach, wenn ich jetzt mal dabei bin hier. Ach, lass das, da hast du mal ein bisschen Abwechslung, wenn dir mal langweilig ist. Ja, okay, gut, oder so. Jetzt hab ich's gerade gestoppt. Lol, ich hab gerade mit Philipp geredet und das halt im Overwatch Voice Chat. Schön, dass du wieder und nicht mit euch. Mit Tönes? Nee, im Overwatch Voice Chat. Und das bedeutet? So, mit dir. Ja, halt im Voice Chat bei Competitive. Aber mach mir war nicht so. Rein, okay? Ach so, die haben sich aufgeregt oder wie? Nö. Für mich ist nur peinlich. Achso. Oh, ein Gallardo. Oh, Alter, übel aufgestoßen gerade. Lambo Gallardo. Was ich sagen wollte, die ersten Alben fand ich auch sehr gut. Ich finde, weil die ersten Alben, die waren mal wirklich was anderes so, ne? Aber ja, ich finde, ja. Also zumindest das aktuelle Album. Ich finde, das ist von Casper? Mit Casper? Ja, das finde ich echt scheiße. Ich finde, also das finde ich so ein, zwei Lieder davon, also ich finde alle geil, das stimmt. Aber ich finde so ein, zwei Lieder davon sind echt cool. Und weißt du, was mich gerade richtig aufregt? Dass es Materia Girl nicht bei Amazon Music gibt. Nein? So ein Scheiße, aber... Okay. Also wenn ich zumindest, warte, zum Glück in die Zukunft eingehe. Ich glaube, das gibt's, Philipp, ich hab's damals auch gehört, ziemlich sicher. Zum Glück in die Zukunft, doch, weil gibt's. Hä, warum hab ich das Handy noch nicht gefunden? Ja, doch, es gibt's. Das laber ich. Da ist es ja. Da, und nochmal. Ich bin ein Material. Material! Kennst du das Originallied davon? Also von Madonna? Oh Gott, ich glaube nicht. Nein. Das ist eigentlich ein Lied von Madonna. Also okay, das weiß ich nicht. Material, weil. Echt nicht? Nee. Warte, ich mach die mal kurz an. Jetzt mal ein bisschen schön erstmal YouTube-Strikes kriegen. Bei Discord oder wie? Achso, könnte ich auch machen. Ich hätte es einfach für mich bei Spotify angemacht. Warte mal. Und das erst sozusagen der Ausklang des Lieds von Madonna ist erst das, was man dann später auch hier am Anfang die ganze Zeit... Wie heißt das Lied, Philipp, von Madonna?
Gib einfach Material Girl ein und du wirst das von Madonna an zweiter Stelle finden. Nein, ich bei Spotify nicht, weil das da wirklich nach Wort gesucht wird. Madonna Material Girl. Okay. Ah ja, das hab ich mal gehört. Okay, vielleicht erkenne ich es ja, aber jetzt sagt mir gerade erstmal nichts. So. Ist halt ziemlich 80s Pop. Also erwartet nicht zu viel. Ja, gut. Aber es ist eins der erfolgreichsten von Madonna. Okay, ja, dann kenne ich es bestimmt auch. Schön im Lambo hören, das passt doch. Mein Name ist Materia, du bist mein Uptown Girl. Du allein bringst mein Eisfach zum Uptown Girl. Kaufst Unterwäsche, ziehst nie welche an. Schenkst mir ein Lächeln und ich flieg an die Wand. Du bist brillant. Du bist Eis am Stick. Das verstehe ich nicht. Was heißt, du bist Eis am Stick? Das verstehe ich nicht. Eis am Stiel? Nee, Stick, sagt er. Er sagt das Stick so komisch. Er sagt Eis am Stiel. Und mit Stil ja, dann hat er nicht Stil, ach so, sondern Stil. Er sagt Eis am Stick. Okay. Wir stimmen Eis am Stick. Ja, Stick soll Stil so sein. Ja. Ich muss auch zugeben, ich habe erst nach dem zweiten, dritten Mal hören wirklich jede Line verstanden. Ja. Oh, Alter, ich komme gerade in der Inseite. Ich habe gesagt, dass immer rüber kommt. Okay. Du bist mein Material. Wo kommst du denn hin? Na, auf den Server. Boah, Alter. Ich finde allein schon den Beat an dem Beat hier mit Materia gehört. Ja. Gut. So, Tönnies, du siehst wahrscheinlich gerade, wie schlecht ich fahre, Alter. Ich finde, der Gallardo steuert sich auch echt scheiße. Ja, das ist auch. Aber geil sieht er trotzdem aus, irgendwie. Ja, der ist einfach so geil kompakt irgendwie, ne? Ja, genau. Und ich finde deswegen sieht auch der Huracan mit dem Liberty Walk Kit richtig gut aus. Und den bekommst du auch gratis, den Huracan. Okay. Na, Ivan. Ivan, du Schlange. Wir hören dich nicht. Ivan. Doch, hast du, du bist übelst leid, Ivan. Ja, okay, ich höre nichts. Ich habe jetzt so viel parallel gemacht. Nein, wir haben. Ich hab dich auf Schalter. Ja, eins. Nein, zwei. Es sind so viel parallel hier gerade. Wie kann man denn 200% machen? Na, du klickst rechtsklick und dann mit dem Slider ganz nach rechts. Aber dann 5% Jetzt höre ich dich. Ja, aber immer noch Arschleiter. Ja, ziemlich leider. Geht mir mehr. Okay, gut, ich mach jetzt Tönnies leise und Konrad leise und mach dann alles einfach laut. Konrad. Ja. Ja, geil, ja, du siehst wirklich geil aus mit den Felgen. Ja, ne? Ja, wirklich, doch. Ja. Warum kannst du mal nicht zum Stoff? Wo bist du denn? Sein ja. Alter! Was ist denn? Digga, wer so ins Mikro holt, der sollte mal. Ja, alle Töne stumm schalten. Ja. Wo bist du, Ivan? Ich bin mit meiner Mom weg, sag ich. Jawohl, dann erzähl einfach mal. Reine Konversation. Ich weiß nicht, was sie vorhat, ich hab keine Ahnung. Vielleicht wollt ihr ja in den Zoo. Das kann nicht sein. Ich weiß nicht, ist Jonas da? Sonst würde ich Jonas fragen, ob er hier mit mir kommt. Mach doch mal. Weiß ich nicht. Jetzt habe ich nur 2 Sterne bekommen. Ach nee, Jonas ist im Urlaub, hat er mir erzählt. Der ist mit da. Der ist nach Oscars Party schon losgeflogen. Ja, um 5 Uhr morgens. Ja, der hat sich da ein paar extra freie Tage besorgt. Wo ist der? Keine Ahnung, auf irgendeiner Mittelmeer. Konrad, du hast einfach 3 Zuschauer. Vielleicht hat da ein Zuschauer Lust, mit Philipp in den Zoo zu gehen. Ja, wir können ja so einen Aufruf machen. Ein Zuschauer machen. Davon bin ja ich. Dann bist du und irgendwie Typ noch. Wer könnte das sein? Bestimmt keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie YouTube irgendwie immer sich einen Zuschauer noch ausdenkt. Damit du nicht so traurig bist. Ich weiß es nicht, es ist komisch, aber am Anfang hat man ja auch null, man schaltet ja nicht mit ein. Wie weit bist du gesprungen, Konrad? 30?
Nicht weit. Keine Ahnung, auf jeden Fall war ich schnellste. Scirocco habe ich gerade. Und was bekommt er? Alter, wer hätte es denn. Wer hätte es den Gallardo kriegen können, du? Ich hab gar nicht hingeguckt, ehrlich gesagt. Du erbärmlicher Wichser, Alter. Du hättest gerade einen Gallardo und einen GT2 bekommen können. Bist du Wildcard? Bitte? Bist du weit? Naja, was heißt so weit? Das ist. Er hat das Spiel vor 2 Stunden bekommen. Das ist ein Subaru, Alter, was soll das? Ey, Ivan. Ich hab mit dem Spiel nicht übertrieben, ich bin schon Level 48. 48 schon? Und ich weiß jetzt, wie man nachgucken kann, wie viel man schon gespielt hat. Man ja? Bei der Xbox-App kann man das sehen. Okay. Herr Philipp, weißt du, ob man irgendwann auch Schnellreise machen kann oder so? Ja, kann man, aber es kostet Geld. Und, okay. Und man muss halt diese Schnellreisetafel, Klappen oder Tafeln da zerstören oder geschützt in der ganzen Welt und wenn und es wird halt immer ein paar Prozent günstiger. Und wenn du alles Zeug mit verkosten musst. Ich würde die Traction aufmachen. Nee, ich würde die anlassen. Warum? Ja, weil man das sonst mit Kontrollen nicht fahren kann. Ja, das lernst du. Nein, das lernt man nicht. Das ist einfach eine Nerven, ja. Ich mach das. Wer von uns beiden hat hier vor, also. Naja. Ich mach das nur aus, wenn man in die Flipzone ist oder so. Ansonsten hat man keine Chance gegen die Gegner, oh. Allein wenn man schon am Start, weißt du, einfach nicht davon kommt. Schön mehr XFDI. Jo Leute, ich glaub, ich schalte mal aus, ne? Ja, oh rein, Dönis. Ich guck mir nur schnell kurz. Fahrt noch ein bisschen rum, ne? Ja, mach ich. Aber so lange mach ich auch nicht mehr. Machen wir ein paar Hecken gerade. Hecken gerade? Warte, vielleicht kann ich hier so ein bisschen mit dem Arsch. Ja, fahr mal gegen so ein Auto gegen. Ja, hab ich gerade gemacht. Oder mach einen Baumschrott. Mach mal, oder durch eine Scheune durch. Ja, ich nehme jetzt mal hier extra für dich die ganze Mauer mit. So. Ich vergleich mal unseren Progress bei Forster. So, hier. Wunderbar. Oh, das ist so ein schönes. Nachgeschichte hier. Na, gegen den Baum gegeditscht lassen. Ich hab 18 Stunden in 3 Tagen gespielt, weil das ist 18 durch 3. 8. So. Nicht 18 durch 3 ist 8. 6 Stunden pro Tag, nicht schlecht. Das hat aber lange gedauert jetzt. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Na Leute, dann gute Nacht, ne? Gute Nacht, Dennis. Tschüss. Go. Hau rein, ja, haut rein, Philips. Tschüss. Ja, ciao. Haut rein. Philips. Ich hab gesagt, du gehst jetzt weg. Ivan. Was ist? Als du morgen doch die Chance ergreifen könntest, zum Zug zu kommen, dann schreib mir einfach, ne? Na klar. Alles klar, danke, Ivan. Hau rein. Ciao. Tschüss. Jetzt wenig, Digga, jetzt verpisst du dich aber. Na gut, ich geh jetzt. Besser ist das. Der Witz ist raus, Philipp, ich wollte es nur mal erwähnen. Oh, hast du ihn gekickt? Okay. Nee. Okay. Hä, bist du noch da eigentlich? Ja, ich bin noch da. Okay. Wenigstens eine treue Seele hier. So. Ja, ich werde aber auch noch ein bisschen. Ja, aber Ivan, du bist wirklich leise. Also wirklich. Ja, ich weiß nicht warum. Also ich habe keine Ahnung. So, jetzt ist laut. Echt? Als würde das was ausmachen. Ja. Ich habe einfach mein Mikro 1 Millimeter voll. Das bringt's Hammer, Alter. Du bist doppelt so laut, wirklich. Echt? Ja, okay, aber hammerdoll. Okay, aber dann mach ich vielleicht ein bisschen leiser. Oh, was ist jetzt los? Jetzt ist okay, oder was? Ja, jetzt ist super. Okay, perfekt. Krass, dass der Popschutz so einen Scheiß ausmacht. Unglaublich. Also wirklich doll, ja. Och, quatsch mich nicht voll. Aber du hast ja gerade angefangen, ne, sozusagen? Ja, ich habe jetzt, wie lange streame ich jetzt? 1,5 Stunden noch nicht mal, spiele ich. Mhm. Route festlegen? Darf ich vielleicht erstmal hier fahren? Weißt du, fahre ich hier hin? Ich will das gar nicht. Du schreibst erstmal ein bisschen rum, ne? Also ohne Rennen oder sonst. Nee, ich muss jetzt zum nächsten Rennen fahren. Jetzt wurde mir was vorgeschlagen, was ich gar nicht will. Ich glaube, ich muss es jetzt machen. Ey, will mich doch verarschen.
Nee, ich mache jetzt erstmal das hier. Du kannst dich, glaube ich, nachher teleporten. Also ja, ja, Philipp, aber es kostet Geld, meinte Philipp. Ja, genau. Genau. Du kannst jedes Guck mal, was ist hier alles? Also bei Forza 3 hat es 80.000 gekostet. Mit Fahrern, die du aus deiner Sitzung einlädst. Koop, PvP, Rivalen. Tritt gegen einen Spieler an, fahre mit einer Gang zusammen gegen Drivatar. Drivatar, okay, so. Hallo Konrad! Hallo Konrad! Oh, wie das klingt so unglaublich. Blaupausen an. Blaupause? Damit habe ich unseren alten Festivalboss in Australien rumspielen lassen. Okay. Aber der ist nicht hier und so muss ich schauen, ob es ein frisches Blaupausentalent gibt. Okay. So, was ist das jetzt hier? Horizont präsentieren? Was? Ja. Mit Blaupausen legst du den Ort, die Art erstellen, die da kannst du halt mit Kumpels fahren. Und so. Jetzt erstmal zu den Autos. Kann ich hier so ein Bildchen wählen? Blaupause braucht ein Autothema. Okay. Diese also, wenn du, glaube ich, jetzt auf Verstellen drückst, genau, dann kannst du halt Anything Goes und so wählen oder halt Japaner oder so Baros. Kannst du sogar etwas Eigenes erstellen. Die quatscht mich gerade noch voll hier. So. Oder die 2000er hier Kollektion, was da ja steht. So. Sieht cool aus. Ach, jetzt kann ich es komplett ändern. Ja, komm, was haben wir denn hier gerade so? Ein bisschen gucken, was es gibt. Classic Rally. Offroad. Vintage. Retro, ja, haben wir sowas hier. Jetzt legst du die Autoklasse fest. Ach so. Langsam, schnell, kleine oder große Motoren. Aber das interessiert mich jetzt überhaupt gar nicht hier. Ja, Polen offen. Noch ein letzter Touch. Dann geben wir deiner Blaupause einen Namen und veröffentlichen sie. Nun brauchen wir einen Namen für die Aufzeichnung. Und ja, weiß ich nicht. Muss cool klingen. So. Ist alles final? Sobald du fertig bist, können wir zum Testen übergehen. Jahreszeit machen wir natürlich Herbst. Lege die Jahreszeit, das Wetter, die Tageszeit und bei einer Rundstrecke auch die Rundenanzahl fest. Das ist dein Rennen. Bis ins Gibt's auch so richtig starken Starkregen? Schön. Das ist schön. Schönes Oktoberfest, so muss das. So, Blaupause erstellen. Oktoberfest, da steht er jetzt wirklich. Geil. Und die Ehre, die Strecke als erster zu befahren, geht an. Nee. Passt eigentlich noch parallel jemand? Wie parallel? Also, mit dem du laberst oder so? Jetzt gerade nicht. Naja, ja. Dich. Nee, okay, gut. Ja, ja, mehr nicht, ne? Nö. Okay. Ja, Herbert ist dann noch da, aber der sagt ja nichts. Naja, er sagt ja nichts. So, Autokar. Sag mal, ich wollte hier ein Rennen fahren, jetzt muss ich hier. Okay, was habe ich denn an Geld? Jetzt hast du es auch, glaube ich. Ach, guck mal, den könnte ich ja direkt mache ich aber nicht. Oder muss ich? Kaufen. Als ob ich mich jetzt hier so ein Kack-Lancia kaufe. Nee, kauf dir mal einen Escort, wenn dann. Ja, den oder hier? so ein Stradale. Oder ein Stradale. Ja, der sieht wenigstens noch halbwegs cool aus. Ja, genau. Ja, nehme ich den. Oh, Farbe? Spezial. Ah ja, die gab es früher auch mal schon, diese Spezialfarben. Bei mir ist es ja a little bit verzogen. Ja, ja, klar. Ja 15 genau. Sekunden immer. Ach, das ist halt wirklich. Das meine Philipp vorhin. Das ist genau die Lackierung wie deine Jacke. Das wirst du gleich sehen. Wie deine Supreme-Jacke. Okay, ich bin gespannt. Oh, lol, ja, lol. Lol, ja, ich glaub, ungefähr. Ich glaube, ich nehme den mal an. Was meinst du, welche Farbe? Schwarz oder rot? Oder noch was anderes? Ja, Lancia ist entweder gelb oder rot. Halt gelb, eigentlich. Ne? Habe ich schon gelb. Genau. Gelb könntest du auch mal machen. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Jo, warte noch kurz, das dürfte eigentlich. Oh, scheiße. Gelb. Ist fast ein bisschen grünlich, das Gelb. Kann ich noch ein bisschen heller machen? Das Gelb ist schön, was du gerade hattest hier, das in der Mitte. Also das ja, ne? Ja, nehme ich das. Das ist ein schönes Gelb, genau. So, auswählen. Ja. Genau, super, ist ein geiler Stradale. Ja, das ist auch so eine weiß ich nicht, Zeit, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Also, was ist denn das? Ende 90er, Anfang 2000er, ne? So ungefähr? Der Stradale? Ja. Sollte sogar sein, wenn nicht noch früher eigentlich. Ich noch weiß früher. Nicht genau. Okay. Es könnte sein, dass es noch früher ist. Also, bei den Lunches kenne ich mich ehrlich gesagt fast gar nicht aus. Ja. Das ist also ein italienischer... Scheiß da, aber ist ein cooles Auto, also. Ja, sieht lustig aus, also cool aus. Ist auf jeden Fall ein cooles Auto. So, Starkregen haben wir natürlich. Gott, oh, das klingt auch schon ganz anders. Ach so, das sind hier 82. Baujahr. 82? Oh, krass. Ja. Ich sag ja, wie gesagt, das ist halt echt ziemlich alt. Ja. 90er war ein bisschen. Oh, Alter.
So, und Ivan, kannst du mir erklären, was genau habe ich jetzt hier gerade erstellt? Irgendwas, was man... Ich glaube, du hast hier so ein Rennen jetzt erstellt, wo du zum Beispiel jetzt mit, falls jetzt jemand mitzocken würde, da könnte ja. Er halt auch noch reingehen, wenn er das entsprechende Auto hätte. Oder halt hier, wenn du Anything Goes anklickst, kann er auch mit einem, was weiß ich, mit einem, hier Aventador SV rein oder ja. Sonst noch was. Aber, genau, und jetzt fährst du halt, glaube ich, nur gegen Bots. Ja, klar. Für die du aber natürlich auch was machen musst. Also, wenn du die jetzt alle platt machst, da bekommst du eigentlich, glaube ich, am Anfang jedenfalls ganz okay Punkte. Ja, oh, schön. Hauptsache mit so einem Auto erstmal durch den Fluss. Ja, und ich hab den Schwierigkeitsgrad auf überdurchschnittlich gestellt, hat Philipp mir vorhin empfohlen. Dann sind die Rennen ein bisschen spannender und man gewinnt nicht immer, aber. Herausfordernd. Genau. Es wird sehr langweilig, wenn man immer Erster wird. Genau. Jo, das ist richtig. Es könnte halt noch sein, wenn ich das Geld für Forza zusammengespart habe, könnte es sein, dass ich dich irgendwie da auffordere, das irgendwie elektronisch zu machen und dir dann das Geld einfach nur per Hand geben, wenn es irgendwie ist. Ja, klar. Weil bei mir ist, wie gesagt, PayPal ist scheiße, weil ich das ja. Nicht mache. Also wäre eine gute Sache. Ja. Weil das Spiel würde ich mir sehr gerne holen. Ja, können wir machen. Ja, ist das Spiel. 50. Genau, ungefähr. Bei diesem hier, wo man den Schlüssel holt, das ist ein bisschen billiger. Ja, CD-Keys habe ich auch gemacht. 50. Genau. Also 49 oder 87 oder sowas. Ja. Aber ich komme echt nicht ran hier. Also ich bin jetzt die ganze Zeit schon Achter. Nee, ich sehe schon. Das Auto ist aber auch, also die Strecke ist auch echt fies, finde ich. Die ist doof für das Auto, so Schotter. Für das Auto. Ja. Das ist ja auch ziemlich tief. Aber ich muss nur sagen, das sind erst 50%. Ja, klar, aber ich komme halt auch gar nicht ran. Also nee, ich war vorhin einmal relativ nah dran, aber ja. Glaub ich gehe auch ein bisschen naiv hier in die Kurven. Da muss ich ein bisschen mehr arbeiten. Ja, das könnte sein. Ich komme irgendwie... Aber dieser Scheiß hier Schotter ist ein bisschen... Ja, der ist... Oh, jetzt habe ich den Tempo verpasst, ne? Scheiße. Mhm. Das ist echt pingelig, ey. Der darf man wirklich nicht verpassen, sonst... Naja. So, jetzt habe ich wieder endlich Straße. Sehr schön. Ah ja, da. Och, dieser Controller, der vibriert die ganze Zeit. Das macht einen auch ein bisschen irre, irgendwann. Was ich auch bei Forza vorhin noch so... Oh, das finde ich gut, das vibriert dann nicht, oder? Ja, stimmt. Hier, dass ich auch hinter meiner Xbox One S gemacht habe. So. Ja, halt's Maul, Alter. Scheiß vibrieren, fuck, da ein bisschen ab, so. Ja, ist halt wirklich so... Oh, fuck, jetzt bin ich überholt hier. Was wolltest du sagen? Ich sag, bei Forza 4 finde ich es ein bisschen komisch, beziehungsweise krass gemacht, oder beziehungsweise warum, so, dass man bei Online zurückspult. Ja. Das ist halt... Da bin ich gespannt. Ja. Also jetzt spiele ich ja wirklich noch komplett 100%. Alter, überhole mich nicht. Gegen Bots. Aber wie das dann, Alter, wie es dann nachher ist. Weiß ich nicht. Ja, also das fand ich auf jeden Fall krass. Ich habe das mal bei so einem Let's Play gesehen. Da hat er einfach zurückgespult bei Online. Ich so, what the fuck. Okay. Das ist richtig blöd, ne? Oh, ist wirklich so. Das Auto fährt sich richtig scheiße, Alter. Ich muss so früh bremsen, wenn ich nicht komplett... Alter, die Kollege! Die Sache ist halt auch, hier, das ist ja auch übel nass und so. Ja, klar. Ich glaube, ich habe auch. Das Auto ist, glaube ich, hier RWD, also, ne? Ja, ich glaube, dass ich, ich guck mal kurz, ob ich. Ich glaube, ich habe irgend so eine. Kann ich überhaupt einstellen? Ich glaube, diese Stabilitätskontrolle habe ich, glaube ich, aus. Die würde ich, glaube ich, vielleicht sogar hier mal anmachen, wenn das überhaupt. Ne, darf ich gar nicht. Scheiße. Ah, leck mich doch. Da muss ich mich jetzt so durchschlagen. Nee, aber das ist auch ein bisschen echt, der so. Boah, der schlägt halt komplett aus, ey. Ja, das verstehe ich. Werde ich von so einem Spacken. Guck mal, das Philipp ja. Von so einem Spackenauto hier überholt. Also, den werde ich ja wohl wieder mal kriegen, ja. Oh, Alter! Jetzt drängst du mich ab hier, ey, Philipp. Was soll der Scheiß? Hau bloß ab. Alter. Eben Subaru Legacy. Oder vorne ist schon vom. Scheiße, Alter. Hammer schlecht. Egal. Ja. Jetzt kann ich mal gucken, was die anderen, glaube ich. Nee, jetzt kann ich wieder nicht gucken, was die anderen. Normalerweise konnte man mal gucken, was Johann und Philipp hier für Zeiten gefahren sind. Mhm. Aber das konnte ich jetzt. Komisch, das geht wie nur bei diesen Sprüngen, bei diesen komischen Stunt-Dingern. Seit wann haben die beiden denn das Spiel eigentlich? Also, Johann hat das, glaube ich, seit letzter Woche Dienstag. Ich glaube, er hat sich von 2. auf den 3. Oktober geholt, glaube ich. Oder in dem Dreh. Und Philipp hat seit 3 Tagen jetzt, glaube ich.
Jo. Und Johann hat schon relativ viel gespielt, aber ist jetzt ja unterwegs. Achso. Ja, nee, das hole ich mir auch auf jeden Fall, also durch dich dann. Cool. 100%. Ja, ich hätte, also hätte Johann und Philipp nicht gehabt, hätte ich mir auch nicht gekauft. Ja, ja. Alter. So viele neue Rennen, alter Kollege. Lass mir doch erstmal was machen hier. Wenn du dich weiterhin so qualifizierst, ja, kannst du dir halt, den Titel ratzfatz halt einen Sappel und lass mich jetzt spielen. So, wo bin ich denn überhaupt? Alex, der da die ganze Zeit rumlabert, Mensch. Die besten Fahrer kommen weiter, der Rest fliegt. So läuft das in der Horizon-Straßenszene. Hör auf zu schnacken. Alles klar. So, jetzt hier, wo bin ich denn überhaupt? Ich bin da, dann machen wir mal das hier. Philipp hat einen M4 GTS gezogen. Sehr geil. Ja, ja. Das Auto ist übel gut in dem Spiel. Ja? Ja, ja, ja. Also nicht im Sinne von, dass es irgendwie übel durchpowert, aber das ist RWD und das verhält sich auf den Kurven so krank, als würde das 4WD haben. Okay. Das ist ach, sehr krass. Ich steig einfach mal in den Scirocco ein, den ich vorhin gezogen habe, einfach mal um den zu fahren. Was hast du denn für... Achso. So einen alten. Ja. Gott, das ist eine Kiste, Alter. Aber irgendwie auch cool. Wieso ist jetzt eigentlich mein Zielpunkt weg? Naja. Ach, das ist der ganz alte. What the fuck? Krass. Also wirklich der ganz alte. Nicht, weil ich hab halt über den... dieses Facelift wahrscheinlich gedacht. Ja, nee. Den fahren wir mal ein bisschen hier. Der ist auch 81 oder so. Stand da dran. Ja, kann sein. So, weißt du, was diese lilanen Dinger hier immer sind auf der Karte? Sind irgendwelche... Das sind diese Banner, glaube ich. Die Schilder oder sowas, ne? Ja, genau. Genau. Da bekommst du was dafür, aber ich weiß nicht genau was. Ups, wo ist denn das? Ich fahr mal hier runter. Ja, das ist unten. Das ist unten. Ach, als ob das unter der Brücke ist. Ja, leck mich doch am Arsch. Okay. Mit dem Scirocco durch den Fluss. Sehr schön. Und hier gibt's 150. Ja, leck mich fett. 150 was eigentlich? 150 von diesen Tafeln. Die 200 sogar. Alter. Gott, ey, das Auto ist ja furchtbar. Nee, also die, das sammle ich nicht bei aller Liebe. Das ist mir zu doof. Wahrscheinlich hat man dann so wie mehr... Prozente, dass man schneller aufsteigt. Bis dahin, bis du diese ganzen scheiß Tafeln hast, bist du sowieso schon, hast du Spiel wahrscheinlich sowieso schon dreimal durch. Hast du schon oft einen super Wheelspin gezogen? Einmal hatte ich von einem, da habe ich ja den Scirocco hier gezogen. Ja, genau, das habe ich gesehen. Hättest du echt nachvollziehen können. Ja, ich hab irgendwie gar nicht hinguckt, das ging von ganz alleine. Habe ich irgendwas anderes gerade gemacht. Ja, wenn du jetzt gleich ein Rennen fährst, vielleicht bekommst du ja einen oder so. Die droppen ja, glaube ich. Die werden ja, glaube ich, ganz oft gedroppt. Die Karre fährt sich echt richtig scheiße auch. Driften geht gar nicht. Das merke ich. Bin Monumenter. Oh, sorry. Jetzt versuchen wir hier ein bisschen in die Kurve zu gehen. Ne. Stell mich mal ein bisschen doof an, aber. Oh, Alter. Ja, fuck. Ich müsste mir das Spiel echt ziemlich zeitnah holen, so, damit ich nicht so hinterher hänge. Ja, das genau das habe ich mir auch gedacht. Aber die Sache ist halt, ich überlege gerade, an wen ich meine Vape verkaufen könnte. Ich nehme sie. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich muss halt für die noch bezahlen. Wie? 40 Euro. Du. Hä? Also du musst für die noch bezahlen, aber willst sie verkaufen? Ja, weil, ja, so ist es leider. Okay, strange. Ja. Also ich hab mir die halt gekauft, hab mir gedacht, die bleibt ziemlich lange bei mir, aber dann hatte ich keinen Bock mehr gehabt und hab das Geld für die immer noch nicht gezahlt. Okay. Deswegen habe ich jetzt. Ich weiß nicht, ich frag vielleicht den Typen, bei dem ich das Geld hier sozusagen latzen müsste. Ich frage mal, ob er irgendwie die haben möchte oder so. Und ich ihm noch einmal nur einen Zehner raufwerfe oder so. Ah ja. Vielleicht ist er damit zufrieden. Oder so. Ivan, kann ich bei jedem von diesem Rennen auswählen, dass ich nochmal eine neue
noch eine neue Veranstaltung erstellen kann? Ich weiß es leider nicht genau. Also das, ich mach einfach jetzt, also jetzt werde ich ja irre. Mach einfach, dass hier fertig ist. Also es scheint so, dass ich wirklich für jedes Rennen theoretisch meine eigenen Regeln für meine Kumpels sozusagen erstellen könnte. Ja, das geht. Das geht. Ja, gut, nee, das ist mir zu doof. So, ja, hier, komm. Ich finde es irgendwie, das habe ich vorhin auch schon mal, und auch bei, als ich die Demo gespielt habe, habe ich das gesagt, dass ich das ein bisschen einfallslos finde, dass in diesen Zwischensequenzen einfach immer nur dieser Bildschirm da ist mit dem Auto und dem Menschen. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist hat ein bisschen was Modernes, aber ich finde es irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen einfallslos. Ich habe, The Crew 2, kennst du, ne? Ja. Da war das ziemlich cool gemacht, die alles, was mit Ladezeit und sowas war, haben die immer sehr smart überbrückt. Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt in Rennen gefahren bist, bist du zum Beispiel in ein Parkhaus gefahren und in der Zeit, wo du durch das Parkhaus gefahren bist, wurde im Hintergrund das Game geladen, sozusagen das Rennen geladen, und in dem Moment, wo du aus dem Parkhaus irgendwie wieder raus oder hoch oder irgendwo rauskamst, hat dann direkt das Rennen begonnen. Also du bist immer manuell auch an deinen Startplatz gefahren. Du hattest nie Wartezeiten, weil du immer irgendwie beschäftigt wurdest. Das war echt cool gemacht. Okay, das ist cool. Ja, das ist, und auch irgendwie nach dem Rennen, überlege ich gerade, war es glaube ich auch so, dass die, wenn jetzt das Rennen vorbei ist, ist es nicht irgendwie ein Cut und dann kommt hier Erster, Zweiter, Dritter, sondern während des Fahrens, also ich bin da im Hintergrund noch weitergefahren, wurden dann so ein bisschen wasserzeichenmäßig als Overlay die Renndaten eingeblendet und im Hintergrund ist man noch weitergefahren. Also du hattest nie irgendwelche Wartezeiten, wo du, weiß ich nicht, nicht weißt, was du machen sollst. Das war irgendwie echt ziemlich cool gelöst. Okay, das ist cool. Hat mir aber The Crew 2 ist halt so ziemlich Arcade-mäßig. Ja, also noch schlimmer als das hier. Ja, na klar. Da fährst du ja Rampen hoch und runter und sonst. Genau. Ja. Und hier, da gibt's ja auch mit Boote und Flugzeugen. Ja, genau. Das heißt, genau. Ja. Ich überlege gerade, wie ich mir schnell das Game hole. Ich überlege gerade ganz stark, aber fällt mir nicht viel ein. Boah. Ich habe halt auch gerade Geld am Start, aber das ist halt für die scheiß Dampfer, das ist halt ja. Also theoretisch, wenn du die verkauft kriegen würdest, dann würdest du das Geld ja, haben. Ja, dann wäre ich easy dabei. Ja. Das ist ja. Ich glaube, ich schlage mal hier kurz auf Russisch noch. Ich will mich mal kurz fragen hier. Mach das. Der Typ, was am Start ist. Oder jemanden. Das ist fix. Willst du jetzt fix deinen Stream zum russischen Stream? Wo ist denn seine Nummer, Mensch? Da. Hat er ganz schön Speed da vorne, der Kollege. In seinem alten Kasten. Oh, der überholt mich. Boah, Alter, was? Ich bin eigentlich gespannt, wer der zweite Zuschauer ist, weil ich guck gerade. Du, Ivan, ich glaube, das ist irgendwas Komisches. Ich glaube, da ist kein echter Mensch mehr. Okay. Weil, also ich weiß nicht, wo es herkommt, weil wenn ich den Stream starte, habe ich auch am Anfang auch erstmal null Zuschauer. Und ich weiß nicht, ob irgendwie was noch zwischengeschaltet wird. Wie ich da rumhampel. Das bin ich gar nicht, das ist der andere Typ. Das sind also diese Emotes. Hallo, was ist der zweite? Ist ja gut. Ja, der. Ja, genau. Boah, Hilfe. So, komm jetzt hier. Super Wheelspin. Nee, doch nicht. Super Wheelspin oder sowas. Gibt's irgendwas? Nee, ne? Was? Beckenfaust? Ach, hier hab ich grad Emote. Ach, guck mal. Da oben schalte ich. Nee. Ja, da schaltest du sowas, da kommt nachher auch. Die Hurrikan, ne? Ach, jetzt habe ich einen. Hurrikan kommt nachher bei. So, ich spoilere mal nicht, was ich bekomme. Okay, ja, da bin ich. Ich sag einfach gar nichts. Okay, ich sag einfach gar nichts.
Genau, das hat. Aber geldmäßig habe ich gut abgesahnt, aber naja, ich sage immer nichts. Ich sollte wohl erwähnen, dass wir herausfinden, oh, was? Wer der beste Straßenrennfahrer okay, 300.000 ist aber. Das ist natürlich geil, aber ich habe so eine scheiß Kappe und eine Hose bekommen. Ja, ja. Geil. Ich, muss sagen, ich finde es mit dem Charakter ein bisschen komisch. Dass es jetzt allen Ernstes einfach nur bei einem Rennspiel einen scheiß Typen gibt, den du da kleiden kannst und sonst noch was. Ja, das ist ja nur so nebenbei, ne? Vielleicht für ja, ja, ja. Aber also ich find's, sag ich mal, nicht komisch vielleicht, aber ich find's, was ist? Also schon ich meine, einfallsreich eigentlich bei einem Rennspiel. Chance, sowas da ein Klassiker drinsteht. Ja. Ich mach mal dieses Scheunfund-Ding. Was ist denn das? Ich hab das noch nie gemacht. Ey. Weiß ich nicht, irgendwas kann ich mit irgendwas kann ich da finden und dann wahrscheinlich, weiß nicht, also bei The Crew war es so, dass man in... Ist immer in der Auto? Ich denke mal, ja. Ja, das denke ich mal schon. Da muss er. Aber das, ja. Da, das dauert da, glaube ich, bis das repariert. Ja, ich guck mal. Ich, wenn ich jetzt lange brauche, dann nicht. Aber. Der Fokus ist cool. Ja, ne? Aber ist das eigentlich der ganz neue? Gibt es überhaupt schon einen ganz neuen RS? Also ist jetzt ja gerade einer rausgekommen. Neuer Fokus. Ich glaube, also wenn es gerade sozusagen einer rausgekommen ist, dann sollte das nicht sein, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, ich weiß ja nicht, ob auch wenn jetzt ein neuer Fokus kommt, auch direkt dann auch schon ein RS kommt immer. Das muss nicht immer sein, aber ich glaube, also es ist wahrscheinlich so doch. Also, okay, weiter. Es ist wahrscheinlich. Mhm. Lol. Stand zwar rot, aber du hast die Kurve noch ziemlich gut. Ja, das ist irgendwie auch ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, aber ich würde vielleicht versuchen, ohne Traction zu fahren, also wenn ich mir das Geld im Game. Ja. Ja, ich kann es ja mal probieren, aber wahrscheinlich, weil ich kann es ja mal machen. Kann ich mal gucken. Kannst ja mal versuchen, ja. Also muss halt, sag mal so, muss halt das Gefühl dafür finden, wie du vor den Kurven bremsen musst, ne, aber. Ja. Ich glaube, ich glaube vor allem im Regen und so komme ich überhaupt nicht klar. Ja, gut. Das kann sein. Hast du eigentlich einen Controller eigentlich? Ja, ja, aber ich hab halt den halt von der PS3 noch, aber ich hab ja. Einen Controller, ja. Oh. Achso, ich bin Xbox Controller oder so. Ja, ja, den Xbox One S. So, ich sehe jetzt gerade, ich bin jetzt ja sogar schon in diesem komischen Gebiet hier. Jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen hin und her gucken oder was. Ja, also, ja, ja. Hier sieht's auf jeden Fall nach Scheune aus. Hast du eigentlich eine Xbox One? Nein, nein. Nee, ich hab mir den einzeln gekauft. Ja. Muss ich jetzt hier jede scheiß Hütte angucken, oder was? Ja, ja, das ist hier wie bei einem Game hier gewesen. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Spiel. Achso, Need for Speed, glaube ich. Ja, kann schon. Ich hätte gedacht, dass man vielleicht sozusagen so nach dem Motto, je näher man rankommt, dann blinkt's oder piept's oder sowas. Ja, kann auch sein. Ich weiß leider nicht. Da war nichts. Okay, ich fahre nur mal weiter. Aber gut, hier ist auch nicht so viel, hier ist ja nur eine Straße. Wenn du hier nicht aus dem Arsch kommst. So, fahr ich mal hier, guck ich mal hier. Ja, da vielleicht bei dem nächsten Haus, da, ich weiß nicht. Da bist du ja schon wahrscheinlich jetzt gewesen, wo ja. Ich das. Ja, bin ich schon da. Nee, ist aber auch nichts. Oh, Alter! Oh, Alter! Voll. So. Wo fahren die denn lang? Na gut. Ich guck mal. Ich hoffe mal, dass halt auch ein Scheunen von wirklich auch in einem Auto, in der Scheune steht. Ist es eigentlich für jeden Online-Spieler sozusagen. Da, also die. Scheune zuständig, also zu, sag ich mal, zugeteilt, oder ist es sozusagen der, der als erstes gefunden hat, der... Nee, ich glaube, jeder hat sowas. Jeder hat sowas. Jeder hat sowas, ne? Ja, ja. So, gibt's denn irgendwie so einen Seitenweg? Weil jetzt bin ich ja schon wieder... Ich guck mal auf der Karte, ob so eine es gibt ja nur diese eine Straße hier eigentlich, außer hier nochmal, hier könnt ihr mal hin. Man kann ja auf der Karte auch sehen, das finde ich halt bei The Crew so geil, ne? Du kannst halt in der Karte so hin und her zoomen, ne? Hast du mal gesehen? Mhm. Du kannst halt, ja. wie bei Google Maps so in 3D, also ich kann ganz nah ranzoomen und dann komme ich in so, das ist so krank, Alter, kannst ja mal so, das sieht so geil aus, also ich kann jetzt im Prinzip ranzoomen und dann geht dann so eine 3D-Ansicht und ich kann im Prinzip wie so eine Drohne auch zwischen den, okay, das ist cool. Und es ist halt im fließenden Übergang, das sieht einfach ultra krass aus. Na, okay, das ist wirklich cool. Bei nächster Gelegenheit. So, ich guck mal, ob ich hier irgendwie, ist da oben vielleicht? Also nach Scheune sieht da nicht so aus. Nee. Vielleicht, man kann ja auch in so einen Drohnen-Fotomodus gehen, vielleicht kann ich da ja mal ein bisschen wegfliegen und gucken. Stimmt, könnte auch sein. Können wir auch mal probieren. Ich fahre nochmal nach da unten. Ist das ein Ford, den du fährst, Alter? Ja. Ja. Komm, wir nehmen mal eine kleine Abkürzung. So. Ach, guck mal, da ist noch eine Scheune. Das sieht mir sogar sehr nach Scheune aus.
Ja, passt auf jeden Fall. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wie sehr die alle keinen Eingang haben, diese Scheunen. Oh lol, wie du dich hier überschlägst. Mann. Ja, als ob ich jetzt durch diese Mauer nicht durchkomme. Gut. Okay, da ist auch leer. Ja, der klingt eigentlich schon ganz geil, ne? Der Ford. Ja, ja, ja. Ja, ist mit X, ne? Ne, mit A war der Lauf. Ja, mit... Das halt hier auch so ein bisschen. Boah, klingt ganz hübsch. So, ist hier noch eine Scheune irgendwo? Hier ist ein Weg. Schauen wir mal hier hoch. Jetzt hier auch nicht stundenlang suchen, aber wenn ich schon mal hier bin. Hier geht's lang. Ne, ist auch nur so ein... Warte, ich geh jetzt mal in diesen Fotomodus. Ich weiß ja nicht, wie weit man hier wegfliegen kann. Ich habe auch keine Ahnung. Komm ich noch höher? Doch, komm ich ganz relativ weit. Ich kann leider nicht höher. Das war bei The Crew auch krass. Da konnte man irgendwie auch endlich hochfliegen. Gefühlt jedenfalls. So, mal hier hoch. Ich hab den Stream aber übel auf leise, weil ich mich sonst nachher so... Ja, klar. ...höre und sowas alles und dann höre ich dich noch einmal. Ne, hier ist irgendwie... Da war ich schon, da war ich, von da kam ich. Da, und diese Ruhe hier gerade, da war ich da schon. Ich geh nochmal. Aber wenn ich jetzt hier, sonst google ich mal, aber eigentlich dürfte man es auch finden. Aber hier sind irgendwie einige Autos, habe ich das Gefühl. Ich weiß ja gar nicht, ob man da so krasse Autos ziehen kann, ehrlich gesagt. Bei den Scheunen. Hier? Weiß ja nicht, ob man da reinfahren muss oder. Und das ist ja mehr eine Garage eigentlich. Ich habe auch keine Ahnung, wie das abläuft. Kann ich mir nochmal eine Info hier irgendwie holen? Weil normalerweise hat man vielleicht auch noch irgendwie so ein Symbol irgendwo, so nach dem Motto, wie nah man dran ist oder denn. Ja, das muss ich. Kann das sein, dass irgendwie im Wald random steht? Ja, es kann halt auch sein, ne? Aber das wäre halt richtig assi. Dann bräuchte man ja schon irgendwie so ein Blinkding, weil ich google jetzt. Guck mal, ob es da schon irgendwie. Warte mal. Ja, google mal. Jonas Ford. Was? Jonas spielt Minecraft. Oh Gott. Jonas. Jonas, nee, kennst du nicht Scheunen von. Also, okay. Gibt's halt echt schon, glaube ich. So, ist das hier? Warte, ich guck mal. Bild ansehen. Scheunenfund. Glenn Ranloch, ist das hier? Ja, genau. Geil. Okay, und wo ist er jetzt? Hä? Welcher Vollpfosten? Okay, warte, Turn on. Ach, als ob bei Turn on. Die das. Guide. Alle Scheunenfunde. Oh, okay. Oh, ich glaube, das sind doch ziemlich geile. Alter. Oh ja, die sollte man auf jeden Fall. Die sollte man auf jeden Fall machen, ja. Da hier. Okay, ich verrate mal nicht, was das. Nee, du siehst nicht im Stream. Scheunen. Nee, wo ist denn? Hä? Es ist halt einfach ein Kreis. Warte mal. Hast du zwei oder drei Bildschirme? Nee, zwei. Der ist. Der ist auf dem Berg drauf. Also der ist halt wirklich mitten im Nirgendwo. Wahnsinn. Vor allem ist auch richtig assi, ich kann leider keinen Wegpunkt ersetzen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie diesen Berg hocheiern. Also es ist doch irgendwo im Wald. Ja. Und es sieht ein bisschen aus wie so eine. Es sieht halt aus wie so eine Scheune, wie so ein Hangar. Sah es eben auf dem Foto hier aus. Okay. So, also wenn ich es richtig sehe, müsste ich jetzt hier. Jetzt fahre ich diesen Berg hier hoch. Müsste ich hier irgendwie hoch. Ey, ganz ehrlich, wie soll man das denn finden? Also jetzt in der Scheune ist noch kein geiles Auto, aber ich habe da immer so eine Liste gesehen, was für Autos da drinnen waren. Okay, okay. So. Kann ein random Auto kommen oder kommt der immer? Nee, da sind gezielte Autos drin. Okay. So, hier haben wir schon mal nochmal einen Überblick. Warte, jetzt vielleicht mal die Drohne mal gucken. So. Kann ich wie schneller fliegen? Fokussieren. Diese Ruhe hier. Ja, ist halt so ein dummer. Dieser Kreis ist so nichts aussagend. Warte, ich guck nochmal hier ein bisschen weiter. Das ist ein anderer. Die haben halt die komplett alle aufgelistet. Vielleicht ist hier noch eine genauere Beschreibung.
Ganz oben auf dem Berg. Halte Ausschau nach einer Radarantenne. Alles klar. Okay. Das sagt er mir. Ganz, wir sind eigentlich ganz oben, ne? Da, ach, da ist noch eine Antenne. Da hinten. Nee, das ist woanders, ne? Seht ihr es gerade nicht? Nee, doch. Ich bin Da ist es. Okay, da, ich bin vorbeigefahren, glaube ich. Da ist diese komische Scheune. Sieht aus wie so ein Hangar. Ach so, ich sehe es da schon. Ja. Lol, der ist selber vorbeigefahren. So, was ist da drin? Okay. Route wird neu berechnet. Ah ja, und jetzt. Gefunden? Richtig fancy gekleidet. Bin gleich da. Okay, das Auto ist eigentlich nicht so geil. Von wie das aussieht, muss ich jetzt noch irgendwie aufpäppeln oder so? Ein Escort RS Turbo. Ach, nicht ist ein übel. Escort. Ja, RS Turbo. Als ich noch nicht mal geboren war. Ja. Bringen wir ihn in. Ups, da. Ja, doch, ist ein chilliges Auto. So, und was muss ich damit jetzt machen? Bin gespannt. Keine Sorge. Du hältst einen Anruf, wenn alles bereit ist. Ich hasse es. Der wird restauriert. Ach, guck an. Na, das ist ja cool. So, das guck mal, hier ist. Jetzt mach ich mal. Ach komm, das machen wir nochmal hier. Dieses. Das habe ich, glaube ich, schon mal auf YouTube irgendwo gesehen. So ein Rennen gegen so ein Luftkissenboot. So, wo muss ich jetzt hin? Wieso ist es. Wo muss ich denn hin? Aber halt echt fies, dass es hier mitten auf dem Berg ist. Also, hier kommt man ja auch wirklich nicht lang. Also. Ja, hier ist es. So. Hey! Oh, Alter, die Brücke da vorne. Das sieht ja geil aus. So. Komm hoch. Was? Der Gigant, Schaurennen. Das sieht ja mal spannend aus. So, komm, hier. Und start. So, Solo. Bin ich mal gespannt, ob das ist, was ich glaube. Ich glaube, ja. Ach genau, das habe ich gesehen bei dem YouTube-Kanal Senioren zocken. Genau, das ist das Rennen. Oh mein Gott. Ja, das ist das. Ist geil. Das ein alter Sack oder was? Der Nein, das sind mehrere Rentner. Das ist total sympathisch. Hammer witzig. So. Das Gigantenschaurennen. Hallo Konrad. Hallo Konrad. Ich weiß, so, hier. Am Anfang, aber dieses Schaurennen ist eine gute Gelegenheit, Fans zu gewinnen, die deinen Namen schreien. Halt die Klappe. So, mal gucken, ob ich das hinkriege. Jetzt muss ich halt gegen dieses, wie heißt denn, dieses Luftschiff? Ne, Luftschiff ist ja was anderes. Nee, dieses Luftkissenboot, gegen das muss ich jetzt fahren. Das sieht halt hammerkrank aus, wie das da lang eiert. Muss gleich sehen. Ach, wie krass das aussieht. What the fuck, okay. Ja. What the fuck, das ist. Wie fett das Ding am Körper ist. Fuck, hier mal noch die Traktionskontrolle aus, ne? Scheiße. Ja, mal gucken, wie ich klarkomme. Momentan bin ich Erster. Was für Glück, die Strecke ist ja relativ breit hier. Ja, auf jeden Fall. Und mit dem Auto geht es ganz gut eigentlich. Ja, da musst du auch so gut wie geradeaus fahren eigentlich. Boah. Alter, wie episch das aussieht. Lass gleich sehen. Jetzt siehst du gleich. Alter, was ein fettes Ding. Alter. Wie riesig das aber auch ist. Ja. Oh, Alter! Kollege, bremst der mich aus hier? Sag mal, willst du mich verarschen? Kann ich zurückspulen? Ja, komm, eiskalt. Wenn du mich ausbremst. Eiskalt. Drängt der sich einfach vor mir, der Dickklops, ey. Okay, ja, das ist krass. Lol. Wie mach ich denn? Ich versuch mal links vorbeizufahren, wenn das geht. Ja. Ja, jetzt kommt er wieder an hier. Oh fuck, jetzt bin ich falsch abgebogen. Ich muss hier auf die Brücke. Offroad hier. Ach, sie platt eigentlich? Momentan bin ich Zweiter. Oh, Alter. Okay. Ah, ja, ich schummel mich gerade ein bisschen durch hier. Ja, das war gut.
Ich erster. Boah, Alter. Boah, ich muss so anders in die Kurven gehen jetzt. Das ist echt. Liegt vielleicht auch im Auto, aber. Da muss ich tatsächlich auch mal auf diese roten Dinger achten hier, sonst komme ich gar nicht klar. Jetzt dürfte ich eigentlich einen Vorteil haben, ne? Scheiße. Mann! Ich will auch nicht immer so oft zurückspulen, aber ich will es natürlich auch gut machen. Das ist immer so ein bisschen so eine Zwickmühle. So. Jetzt müssen wir mit der Handbremse arbeiten. Nein, ich muss ja... Oh, der Checkpoint verpasst, oder? Ja. Ist ja fies, als ob ich da durch dieses Wasser durchfahren muss. Wie kann ich ja genau vorbeifahren? Perfekt. Oder ist das? Ja, das ist das. Jetzt komme ich an diesem scheiß Ding nicht vorbei. Oh, Ziellinie. Oh Gott! Oh, yeah. Oh, ich sag mal nichts. Okay, ich bin gespannt. Also, wie sich das angehört hat. Vier Räder schlagen zwei Gebläse und eine große Luft. Okay. Ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. So, jetzt will ich nochmal hier... Ich glaube, ich will mal jetzt hier einen super fucking Wheelspin sehen. Ja, weil ich will mal einmal gucken, was ich für Autos theoretisch kaufen könnte. Also ich habe jetzt ja wenigstens ein bisschen Geld. Aber hast du echt Glück gehabt, dass du da jetzt auf einmal die 300.000 gezogen hast? Ja, ne, das ist, da kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Nö, eigentlich nicht. Boah, die ist knapp vor den 10.000, wüsste ich da. So, was jetzt hier? Also bin ich wieder in meinem bescheidenen Ford. So, jetzt, ich bin auch mit diesem Menü noch ein bisschen überfordert, was hier alles geht. Horizon Live. Was ist denn das? Hallo, Konrad. Zu deiner Karriere bei Horizon. Okay, da kann ich sehen, was ich alles schon... ...präsentiert einen weiteren Weg, wie du dir hier auf dem Festival einen Namen machst. Ich will mich jetzt aber nicht vollquatschen lassen von der Alten. Lass mich in Ruhe. Wenn wir gucken, was es hier so gibt an Autos. Automeisterung, was ist denn das zum Beispiel? Ach, das ist das, was Philipp erzählt hat. Meine Autos, das ist das hier unten. Festival, nö. Nein. Zum Festival... Nein, ach, ich muss die Autos auf diesem Festivalgelände kaufen. Ist ja doof. Autosammler, ach, das ist das, was wir eben hatten. Was haben wir hier? Alfa Romeo, Honda, Toyota, Volvo. Ach, ist krass. So ein Volvo-LKW. Ja, moin. Rivalen. Also es gibt auch so... Oh, geil. Autopakete, was ist das hier? Ah ja, hier genau, mit diesem komischen James-Bond-Ding. Autopass, VIP, ja... Ich halte mein Geld lieber alleine. Okay. Was ist das hier? Ach, Wheelspin. Habe ich doch noch welche? Ach, ich hatte noch welche. Okay. Oh, ich bin gespannt. Gut. Ich krieg wahrscheinlich nur Quatsch hier. Das ist natürlich jetzt sehr witzig, wenn ich den noch einen Scirocco bekommen hätte. Nein, jetzt sag mal nichts. Okay. Ich hätte fast den Scirocco von vorn bekommen. Das siehst du jetzt. Oh ja, ich sehe es schon. Ja, aber halt die neuen. Ja. Wer ist? Diese Tanzmoves will ich sehen, wenn du wieder auf dem Podium stehst. Geh nach Hause, wenn du sie üben oder neue ausprobieren willst. Oh, nice. Ballett, ah ja. Jetzt da mal ein Auto, irgendein geiles Auto zum Abschluss. Oh, ja, Mensch, du sahnst hier komplett von der Kurve. Ja, der nächste ist dagegen der absolute Abfuck, wirst du gleich sehen. Okay. Nachrichtenzentrale, was? Oh, ja, okay, gut, da will ich nicht. 5.000. Ja, aber danke für gar nichts. Ja, okay, wieder, das Alter, ist gut, ne? Das ist ja Nachrichtenzentrale. Nachrichtenzentrale. Okay, Geschenke. Oh, ja, das soll ich nicht rein. So, ja, komm, lass mich in Ruhe. Löschen, ja. So, jetzt hier diese ganzen Dinger, diese ganzen Benachrichtigungen hier. Noch irgendwas? Automeisterung. Kann ich das hier irgendwie... So, gibt's noch irgendwas, was ich zum Abschluss hier nochmal Schönes machen kann? Bin ich gerade irgendwo in der Nähe? Bis wann hast du denn vor zu streamen eigentlich? Och, ich wollte das eigentlich so lange machen. Also, ich... keine Ahnung. Ach ja, ich habe hier die ganze Woche hier Fahrschule, Mensch. Ja. 9 bis 12. Jo. Theorie, ne? Ganze Zeit? Ja. Aber der Fahrlehrer ist wirklich chillig, der erzählt immer irgendeinen Scheiß und das ist halt übel alt, das ist halt so ein alter Sack und der redet so, weißt du, so, es gibt solche alten Menschen, die so reden so, ja, weißt du, so, weißt du, so richtig so, ja. Ich weiß auch nicht, kann man nicht erklären, so mit so, er sagt auch immer nicht ich,
sagt er noch irgendwie. Ja, immer das. Der labert irgendeinen Scheiß immer und dann erklärt er mal irgendwelche Sachen, dann auf einmal nachher 20 Minuten lang irgendeine Geschichte aus seinem Leben da und es ist so übel lustig, was er sagt. Das ist wirklich lustig. Also. Aber der ist cool. So, kann ich damit. Okay. 270 Euro erstmal heute gelatzt für den ganzen. Ach so, ja, da trägt man das Geld da wirklich in Säcken hin, ne? Ja. Zur Fahrschule. Ja, genau. Das stimmt. So. Wieder meinem geliebten Fokus. Ach ja. Mensch, wo kann ich denn? Ich könnte halt natürlich auch meine PS3 verkaufen, so ist ja nicht für 50er oder so. Aber bis ich das schaffe. Ja, du musst auch erstmal loswerden, ne? Ja, das stimmt, aber irgendein Hartz-IV-Empfänger, da wird das schon wahrscheinlich kaufen, ne? Halt natürlich auch mit Spielen, ne, natürlich. Also ja. Halt spielst du denn? Spielst du wahrscheinlich nicht mehr, ne? Nee, ach Quatsch, das ist ja die Grafik von. Ja, klar, hätte sein können. Nee. Hab ich mal früher so ein bisschen mal wieder gezockt, aber. Jetzt nur Computer so. Nice, aber ich würde sehr gerne Forza kaufen, also es ist wirklich ja. Das Spiel ist sehr cool. Das Spiel ist super. Halt 50 Euro. Das ja. Schon nicht ohne so, aber. Ich überlege. Ich hab mich auch eben gefragt, als ich mir auf der Karte geguckt habe. Ob das dann noch weiter nach oben geht oder ob das dann diese tollen Erweiterungspacks sind, die man nochmal bezahlen muss. Oder ja, ich glaube, man schaltet das noch frei. Das wäre, glaube ich, echt zu wenig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob hier so viele Packs gibt, sozusagen, die man sich dazu kaufen kann. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall noch, die gibt es noch nicht, aber es sollen zwei Map-Erweiterungen auf jeden Fall kommen. Okay. Und die Autos kann man. Gibt da auch was? Was? Von Autos her gibt es auch was? Also es gibt auf jeden Fall so ein James Bond Erweiterungspack. Mit James Bond Autos. Hab ich gesehen. Ich glaube, das war es erstmal, aber ich denke mal, ich meine, es gab ja bei Forza Horizon 3 auch mal noch dieses riesen Update da mit den Hot Wheels, weißt du? Ja. Aber das muss man, glaube ich, auch extra kaufen, oder? Ja, klar. Das ist immer so ein Ding. Aber zum Beispiel bei dieser Ultimate Edition gibt es ja dann auch diesen Game, diesen Pass, ne? Diesen, wo du eigentlich alles kriegst. Und da hast du dann diese Kartenpacks auf jeden Fall schon mit drin, ne? Wenn die dann Alter, kommen. Wie du da durch die Pampa jetzt gerast bist. Ja. So. Ich mach jetzt ein Rennen, geh nochmal ins Haus, nochmal ein paar Sachen umziehen und dann glaube ich euch auf. Ja, super, dann geh ich auf. So, was habe ich jetzt hier? Auto wechseln. Was können wir denn. Wir könnten mal theoretisch den Mazda fahren. Ja, komm, aber mal just for fun. Wäre schade, wenn wir den. Weißt du, was bei dem Auto besonders war? Das hatte irgendwie besonderen Antrieb oder sowas, ne? Welches dann? Bei dem, müsst ihr gleich sehen, Mazda. Der RX-8? Ja. Der hat halt Vorderantrieb, glaube ich. Nee, der hatte auch so einen ganz komischen. Ich weiß es gerade nicht. Irgendwas war bei dem besonders. Ja, okay, nee, weiß ich gerade nicht. So. Ja, aber mal gucken hier. Was wir vor allem für einen Gegner haben. Der klingt ja furchtbar. Ja, der RX-8 ist auch nicht geil. Ist eher so ein Frauenauto, finde ich. Wahrscheinlich fahre ich ihn jetzt auch einmal und dann nie wieder. Oh, nee, komm. Finde ich cool, dass man trotzdem so relativ. Oh, fuck, bei der darf ich nicht. Relativ schnell und abwechslungsreiche Autos bekommt. Ey, scheiße, der Abfuck hat ja echt vor hier Four-Wheel Drive, oder nicht? Ja, kann sein. Nicht Four-Wheel Drive, sondern hier Front-Wheel Drive. Das mein Ding. Oh fuck, ey. Der fährt sich ja mal scheiße. Der hat, glaube ich, einen Front-Wheel Drive. Glaube ich. So. Zählt das? Ja. Boah, Alter. Ich nehme auch jede Mauer mit hier gerade. So wie der ja auch jede Kurve nicht klarkommt, so sollte. Was ist denn das da für ein Auto vorne? Ich habe ja vor mir sind zwei Mazdas. Alter! Zwei Mazdas? Siehst du den blauen, weißen? Ja. Ja, ich sehe schon. Ist glaube ich so. Ich weiß auch nicht, was Lotus? Das ist. Lotus? Nee, ne? Nee. Ich glaube, das ist so. Wie du da gegen das Haus kommst. Ich komme gar nicht klar hier gerade. Ich glaube, das ist. Ein Toyota oder so?
Ey, wenn du mich überholst, ne? Ey, das Auto fährt sich so beschissen, wirklich. Fuck, wieso habe ich das nur ausgewählt? Es kann auch sein, dass es so ein Scheiß hier Kettehelm oder so ein Kack ist. Ja, ah ja, stimmt. Aber ich weiß halt nicht. Ja, jetzt hat Philipp mich überholt hier. Das war der Mauer. Oh, Alter, krieg dich wieder ein hier mit dem Driften. Oh, ne, bei aller Liebe, sorry. Sieht zwar geil aus, aber kostet unnötig Zeit. Fürs jetzt dieses. Ach. Ja. Schön zurückspulen hier wie Sonne. Absolute Noob. So, gib Gas. Schon besser. Das Auto klingt ja abartig. Ja. Wie so ein scheiß Go-Kart, Alter. Ja, ja. So. Richtig wie Reisschubse. Ja, naja, eigentlich kriegen hier, wenn du dir mal so ein Skyline reinziehst, der klingt ja okay. Schön. Aber so eine Kacke hier. Er ist auch Mazda. Mazda ist noch nicht geil. Ja. Jetzt ist es gut gebremst, Alter. Oh, Überholmanöver, das ist ja mal stark, Konrad, stark. Das würde ich jetzt sehen. Eieiei, wie du den hier schlatt gemacht hast, Mensch, Konrad. Sehr gut. So. Oh, ich dachte, du hast den das hier Checkpoint nicht mitgenommen. Ja, ja, da gucke ich auch mal ganz. So, oh, jetzt geht's weiter hier. Oh, da bist du. Und hat er das als Checkpoint? Nein. Das war nicht. Was ist das denn für ein hässliches Scheißauto? Es ist wirklich eine ultra hässlich. Jetzt habe ich ihn, bin ich hier hinten drauf gefahren. Können wir da mal gucken? Ist das ein Scheißauto? Nein, besser. Nee, ich glaube, das ist halt echt irgendwie so. Toyota oder so. Ich arbeite mich vor. Aber es läuft hier für Musik. Im ganzen Rennen bin ich nur auf das Auto gespannt. Echt, was das für ein Scheiß ich war. Auch, ja, auch, ja. Das Rennen ist auch echt scheiße in diesen Straßen, in diesen Kurven. Ich würde zwar so gerne wissen, was das für eine ist. Die Kurve eignet sich ganz gut zum Überholen hier. Ey. Mehr als Fünfter? Beziehungsweise wie? Warte, muss ich gucken. Ja, ich glaube, bin jetzt Vierter. Vierter? Oh. Jetzt drängt er mich hier ab. Nee, jetzt bin ich ja Vierter. Wie er dich hier zum Driften gebracht hat. Das ja. Ja, oh, diese scheiß Hauskante da, Alter. Als ob ich da mal hängen bleibe. Ist wieder gegengekommen? Nee, diesmal war es so eine Mauer, aber wieder so. Habe ich komplett ausgebremst. Oh, ja, ich sehe schon. Oh mein Gott, ja. Scheiße. Das wird aber in den Patch, glaube ich, so. Halt jetzt habe ich ja noch die Top 3, das ist natürlich cool, aber ich glaube nicht. Nee, die oh, wieder voll die weg. Kurve verkackt. Bisschen konzentrieren mal jetzt hier. Ja? Jetzt in Kurve. Komm, Junge! Boah, nee, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, vielleicht kriege ich das hin. Mal gucken. Mit Vollgas vielleicht. Oh! Komm, gib Gas! Ah, gib Gas! Gib Gas! Abfahren, nee, ich muss zurück, Alter. Was? Vielleicht schaffe ich es, vielleicht schaffe ich es, vielleicht schaffe ich es. Okay, ich bin gespannt. Ich will jetzt auch nicht 10-mal probieren. Oh, das mit Checkpoint war aber echt knapp. Also. Ich muss einfach mit Vollgas. Nee, es wird nichts. Ach, ich bin zufrieden. Nee. Ah, der andere Miata da noch, der neue, lol, das sind einfach zwei Miatas hintereinander. So, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt gucken wir mal, was ist das für ein Auto. Tamo Rakemo. Oh, moin. Alles klar. Noch nie gehört. Nee. So, jetzt gucke ich nochmal mein Auto da an und nochmal ein paar Autos und dann ist finito, la musica. Vielleicht kann ich nochmal was drehen hier, so ein Spinnen. Ich glaube, das heißt Tamo Racemo, oder? Ja, bestimmt. Aber, ja gut. Aber es ist echt ein echt richtiges Scheißauto. Aber das ist ja geil, wenn du hier schon wieder 600.000 hast am Start, das ist. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Kohle bekommen, ne? Ich habe eigentlich auch noch nicht wirklich was ausgegeben, außer für dieses ein komische Ding da.
So, nicht jetzt schlecht. Hier. Was ist eigentlich mit dem Huracan? Den bekommst du? Ich glaube, den bekomme ich. Oh, jetzt habe ich wieder einen Wheelspin. Oh, und, ja? Okay. Und, ich bin gespannt, was du da ziehst. Oh, ja, komm. Hört sich ja nicht unbedingt. Nee. Nicht sehr. Gut an. So, den Mazda, den schmeiße ich. Okay, ich fahre noch einmal zum Haus. Oh, oder? Ja. Fuck, meine Fresse. Obwohl, warte mal. Da vorne ist jetzt ein Haus, aber. Kann ich das kaufen? Also, ich will jetzt ja. Guck mir kurz mal an, was das ist. Sunflower Meadows zu verkaufen. Ja, nee, eigentlich nicht. Haus ansehen. Die Häuser kannst du auf jeden Fall kaufen, eigentlich, aber. Okay. Das weiß ich ja. Du kannst dir die ganzen Häuser leer kaufen. Gepflegt, gemütlich und in der Nähe des Festivals gelegen. Ja, will ich nicht. Sehr, sehr halt den Mund. Perfekt für Horizon UK. 200.000? Oh, yo. Okay, das ist. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht, warum ich das machen sollte. Ich fahre jetzt immer zu dem anderen Haus, wo immer das ist. Dürfte nicht so weit sein. Okay, doch. Scheiße. Naja, ach, Belohnungen. Wenn du den Scheiß kaufst, kriegst du auch einen super Wheel. Ja, hab ich gesehen. So, meine Autos. Wir tauschen mal kurz auf den. Sieh mal rein. Eigentlich wäre das auch eine gute Sache, wenn du dir jetzt das scheiß Haus gekauft hättest und dann noch bei Super Wheel Spin irgendwie so eine Lambo gezogen hättest. Ja, ist natürlich geil, ne? Aber es ist mir jetzt gerade mal nicht wert. Ja, kann natürlich sein, dass ich dann da wieder 300.000 ziehe oder sowas. Stimmt. Ja, ich sag ja. Oder sag, mehr noch. Dein Ford Escort? Ich sag, vor allem. Aber wobei, doch, eigentlich wäre das vielleicht echt eine gute Sache, weil ich meine, du ziehst ja sozusagen drei Sachen und nicht nur eine. Ja. Ja, ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Vielleicht gibt's ja noch woanders Häuser oder so. Ja, ich weiß gar nicht, ob es so viele Häuser gibt, ehrlich gesagt. So, wieder ein bisschen okay. Fokus. Ja, der fährt sich einfach. Was willst du jetzt noch machen, bevor du ausmachst? Ich will jetzt nochmal gucken, ob ich vielleicht ein Auto kaufe, irgendwas. Ah ja. Und vielleicht mir nochmal ein bisschen da dieses Umziehen und E-Mods nochmal gucken, was da jetzt so ist. Das war kannst du aber auch eigentlich schon ein ordentliches Auto kaufen, ne? Für 6.000. Ja, könnte ich machen, ne? Da kannst du auf jeden Fall schon. Vielleicht finden wir ja noch was Schönes. So ein schönen hier, wie du es magst, RS6 oder sowas. Oh ja. Aber weiß nicht, ob der ist vielleicht ein bisschen teurer noch. Ich weiß gar nicht, RS6, also so ein YouTuber, den ich gucke, ist ein Russe. Ja. Der ist 30. Level oder so. Und der hat schon ein RS6. Ja? Also ich weiß gar nicht, weißt du, ob die Preise real sind? Oh, was ist das hier? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mal gleich auf den Shop gespannt, aber ich würde mal eher sagen, dass es nicht so richtig real ist. Aber okay. Wir gucken mal gleich. Also ich bin gespannt. Ich habe das nämlich noch nicht so richtig. Ja. Beachtet. Oh ja. Mal gucken. So. Gib Gas. Ein bisschen Abwechslung hier. So. Ja, aber 3 Stunden bei der Fahrschule an einem Tag ist auf jeden Fall ein bisschen schon so ein bisschen anstrengend, weil ja. Nicht wirklich eine Pause hat man da. Also ja, okay. Nur so eine 5-Minuten Pause. Das war schon so ein bisschen. Wie ein neues Rennen, scheiß drauf. Aber es ist ganz interessant. Ja. Weil der Typ hat so heute über Alkohol und Drogen am Steuer erzählt. Ist was Lustiges. Und so ein bisschen mit amtlichen Kennzeichen da und sowas alles. Hier Versicherung. Ja. Und morgen geht's mit der STVO los, glaube ich. Wow. Wie du hier über die halbe Pampa drin. Ich war jetzt gerade ein bisschen aufgeräumt hier. Bisschen das schneller. Seh ich. So, es war voll gut die Abkürzung. Ja, Alter, ich bin krank. So, Alter, wie du hier echt über die halben Felder fährst. Aber warte, ich guck mal, wie ich auf die Straße jetzt komme. Das ist krass, ja, what the fuck. Das so, ab in die Hütte. Willkommen zu Hause. Ist halt so, hat das Haus auch irgendwie Stil. Ein bisschen alt. Focus RS ist echt ein geiles Auto. So, was hier? Scheunenfund. Ach, das Ding ist fertig, oder was? Nee. Oh, achso, ist noch nicht. Weiß ich nicht. Wurde deinem Fuhrpark hinzugefügt. Spaß mit ihm haben. Ja, muss der okay, Kamera wechseln. Ist ja nett. Normalerweise liegen die eher in Seen oder ist cool, ich kann jetzt sogar da drum rumgehen. Ist ja cool. Das ist ja nett. Der ist geil. Der sieht richtig nice aus. Ich den Besitz. Kann ich ihn irgendwie um... Ich weiß, wie ging das mit dem Tune und Umlackieren und sowas? Habe ich gar keine Ahnung.
Das, mal gucken. Das kannst du auf jeden Fall machen. Das sieht Design und Lackierungen. Ach, guck mal, da können wir, da will ich müssen mein Unwesen treiben nochmal. Was gibt's denn hier? Hier können wir Autos durchsuchen. Komm, das können wir mal machen. Was haben wir denn hier so? Was kostet denn? Ich mache jetzt einfach mal Audi RS X-Lite. Das ist ja irgendwas Schönes. Naja. Audi RS4, RS5, RS6 Avant. 150.000. Doch, das ist realistisch, doch, ne? Ich glaube, die sind echt real. Warte mal, wie viel kostet ein R8 V10 Plus? 242. Doch. S1 35, ja, das stimmt. Doch, das stimmt, das passt. Aber es gibt leider nur diesen einen RS6, ne? Das gibt keinen neueren. In Avant, ja. Doch, ah ne, das ist ein 2003er. Nee, okay, dann ich kauf den jetzt einfach, weil ich das Auto mag. Du kaufst es, ne? Ja, warum nicht? Ja, schön. Farbe, müssen wir noch gucken. Der Power durch, das weiß ich auf jeden Fall. Den ich glaube ich auch mattgrau, einfach weil das gut aussieht. Das ist ganz nice. Ah, ist dir so schön gegönnt, ja, schön. Frage ist welche? Ja, das ist vielleicht dieses mattgrau hier, ne? Ja, ja, mattgrau ist eine schöne Farbe. Müssen wir mal ein bisschen angucken hier. Ja. Ja, mattgrau ist geil. Aber das ist noch nicht der Facelift, ne? Weil der hat noch die hellen Lampen. Stimmt, nee. Ah, oh, ist ja assi, ey. Ja, scheiß drauf. 2017, wobei, warte mal, 2017. Nee, 2015 war der. Aber das. Achso, du hast ja gerade den Ford Focus noch am Start, sehe ich gerade. Sorry, denn. So, okay. Jetzt gucken wir mal, was man mit. Ah, jetzt kann ich hier das noch. Ach, du Scheiße. Ja, jetzt da geht's los. Du den auf jeden Fall gleich auch. Ach, jetzt kann ich den angucken. Dachte, ich kann sehen, was tun, okay. Du kannst aber auch, ich wollte es nur mitteilen. Du kannst dir auch Tunings laden. Ja, ich weiß, das habe ich schon gesehen. Okay, da darf ich nur ein bisschen umgucken. Tiefer legen oder so, richtig tief legen? Oh, Alter. Ja, das mache ich sowas von, Alter. Volles Rohr, Alter. Was ist das hier? Kann man sehen, wie tief das ist? Oh, wie ist denn das denn? Okay, der ist richtig. Minus 2,8, hier komm, nehmen wir den. Das hier? Reifenbreite. Ja, komm, machen wir hier. Eigentlich hat man ja hinten die fetten Reifen, ne? Meistens. Ja, na klar, ja. Aber der ist halt. Das sieht man gar nicht. Der ist halt ja 4-Wheel Drive, deswegen weiß ich nicht genau. Also. Hinten, wir machen jetzt hinten so einen richtigen Klopper einfach rein. Sieht man zwar nicht, aber. Was macht denn das eigentlich? Die breiteren kannst du auch eigentlich, damit das echt gut die Straße hält, kannst du auf. Kannst vorne und hinten richtig breit machen. Also machen wir mal. Breit sind Felgen. Am besten. Also. Was? Alter, was? Ist der Hammer kommt? Nee, warte mal. Was ist das jetzt hier? Sportfelgenausführung. Oh Gott, ich werd ja irre hier. Das ist ja hochkomplex. Ja. Mehrteilige Felgen, Spezialfelgen. Sportkomplex. Oh, die roten Felgen, what the fuck? Was Alter, das ist ja hammerkrank. Wie viel gibt's hier? Steht irgendwo eine Zahl? Oh, gut, es geht noch. Alter, wie das aussieht. Okay, ich guck mir mal ein bisschen um hier, was es noch so gibt. Sport, eigentlich weiß ich schon, was Sportliches. Boah, zum RS6 sind Felgen echt schwer auszusehen. Ja, ne? Ich hab auch gerade überlegt, was passt denn da? Was ist das denn hier? Ja, ich bin gespannt, was du dir aussuchst, auf jeden Fall. Was ist eigentlich ganz geil? Ich finde doof, dass ich nicht noch mehr Herstellerfelgen aussuchen kann. Diese farbigen Dinge, what the fuck. Ich würde ja gerne noch ein paar mehr Herstellerfelgen aussuchen. Nee, das ist eigentlich alles. Das ist alles hässlich. Also nicht alles hässlich, aber. Die ADVs passen ganz gut. Egal welche eigentlich. Warte, ich gucke mal. War es bei den Sport, gut. Ja, ne? Das war bei den. Ja, ADV, die roten. Warte mal, ich guck mal. ADV, das war bei dem zweiten. Fix. Also das, fixe, das Alter. Fixe. Ey, ja, Baba, fixe, ey. Eins sag ich dir, fixe. Warte, ich guck nochmal. Das dritte von links war das, genau. Okay. Ah, ja, also ich seh's. Diese, ne? Ja. Genau. Die passen eigentlich ganz gut, weil da auch ziemlich dunkle sind, so. Ja, vielleicht nehme ich die hier. Warte, ich warte mal kurz. Die würde ich vielleicht nehmen. Warte mal kurz, bis es soweit ist. Warte mal, ich bin gespannt. Die, wo ich anhalte, ist es dann, ne? Die sind gut. Ja, die, ne? Passen richtig nice. Oder ja, die noch davor, ja. Mit dem Gold, aber. Also ich würde wahrscheinlich die nehmen, die du da, wo du angehalten bist. Da, die sind super. Also die passen richtig gut, finde ich. Guck nochmal, gibt's noch was mit Grau hier?
Die sind richtig nice. Ja, ja, ne, dann nehmen wir die. Die passen gut. Okay, kann man die noch lackieren? Ne, gut. Okay, geil. Einstellungen. Was ist ein Korb ansehen? Einstellungen. Ach, was? Wahrscheinlich so eine Art Einkaufskorb. Ja, komm. Hau rein. 12.000 ja, kann ich mir leisten. Ach, guck mal. Passt das? 1 Kilo mehr. Und irgendwie 1000 Sachen. Ach, weiß ich doch nicht. Okay, aber es ist krass. Oh, das finde ich ja cool, dass es so, doch so sehr komplex ist. Damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet. Naja, so, mal Tür mal auf. Und Tür mal schön auf. Mit das Tuning hier? Haben die sie auf jeden Fall mehr gegeben. Oh, geil, ich kann direkt so ein Bodykit draufklatschen. Wäre natürlich jetzt gerade alles umsonst gewesen. Alter, was ein Geschoss, Alter. Echt? Kannst ja. Du das Bodykit, oh, Alter, das ist toll. Ja, guck dir das mal an. Alter, ist das so ein... Was kostet what das? Fuck? What the fuck? 43.000, oh ne. What the fuck, Alter. Ist halt schon doll, ne? Ist das so ein fettes Ding von hinten voll, yo. Und die vorne, die yo. Haben halt... Na ja, komm, ist egal erstmal. Aber cool, yo, dass das geht. So ist das hier? Krass, ja, kann ich wieder zumachen? Ist ja, kann ich vielleicht die Plate so ändern, wenn es geht, wenn ich darf? Nein! Oh, Kollege, mach zu! Hallo! Achso, jetzt hab ich hier. Ja komm, sehr doof, wenn alles gleiche Kennzeichen haben. Dann machen wir jetzt mal... Wie machen wir das denn? Machen wir... Kann ich auch Buchstaben eingeben? Nee, darf ich nicht, ne? Ich weiß nee, darf ich nicht. R-S... Oh, muss ich einzeln drücken hier? Och, leck mich am Arsch. Nee, da, gut. RS... Tonne. RS6. Ja, und jetzt machen wir denn noch? Nee, eigentlich müsste ich... Wäre es cool, wenn ich am Anfang immer K.O. habe und dann... Dass ich vielleicht so mich wieder... Das ist so ein System. Ich brauche immer überall System, das ist mein Problem. K.O. und dann die zwei genau. Zeichen. Genau, und dann. RS6, genau. Genau. Du hast es verstanden. Hatte ich das blaue oder das grüne? Was ist die gemerkt? Das grüne hattest du, glaube ich. Okay, guck mal. Aber das ist eigentlich scheißegal. Ich glaube, das blaue ist sogar ein bisschen. Ja, würde ich auch nehmen. Aber nehme ich jetzt hier. RS. Vielleicht sogar noch eine Leertaste. Wobei, das rote ist eigentlich auch ganz geil. Ja, gucken wir gleich mal. RS6. Jetzt leer oder was? Oder ein Leerzeichen. Leerzeichen. Zwei. Oder ich mache. Es ist asymmetrisch, sowas kotzt mich ja auch an. Eigentlich müsste man jetzt. Bräuchte ich links ein Leer. Ach komm, ich jetzt. Du bist schon, denn schon. Achso, ja. Ja, ja. Hm, ich zieh jetzt durch, wenn ich einmal dabei bin. Ach ja, ist echt fuck. Aber ja, okay. Das okay, so. K.O. Ja. Ne, wo waren die? Ja, aber wenn du schon dabei bist. Ja, ich mach mal jetzt das Rote auf dein Rad, das passt dann vielleicht auf den Lampen. So, ja, ja, rot ist hübsch. R, S, Brrr, 6. So. Boah, da kann ich mehr Stunden mit verbringen. Geil, oh, okay, das sieht perfekt, geil aus. Perfekt, ja, ja, ich wollte gerade sagen, das sieht schon gut aus. So, was kann ich oben noch machen? Das, ach, das ist die Plate und hier kann ich zumachen, ne? Ja, genau. Okay, okay, sehr schön. Da hast du die, das schön kann gemacht. Kann ich hier machen? Ah. Heckflügel. Oh, Alter. 2000, was ist hier? Ist ja gar nichts. Alter, mit dem roten sieht echt nice aus. Ja, ne? Ich, weil das auch so zu dem RS6-Logo passt. Das ist... Ja, stimmt. Was meinst du, soll ich den Spoiler nehmen? Das passt eigentlich nicht, ne? Nee, mach nicht. Was ist bei dem jetzt anders? Der hat noch so eine kleine Lippe, ne? So eine ganz kleine Lippe. Minimal. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob du das hier überhaupt machen kannst. Ja, aber kannst du doch. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Was kann ich hier machen? Sieht aber hübsch aus, finde ich. Also, es hat was. Eckstabilisatoren. Mit dem kleinen Spoiler. Gestaltet Stabilitäts... Ja, komm, geil. Leck mich am Arsch. Brauche ich nicht. Komm, machen wir einfach mal. Ja, ist ja nicht teuer, du hast übel Patte, also von daher Aber krass, Alter. Allem, das ist ja so ein erstes Auto von dir, was du richtig. Ja, genau, ich jetzt mal ein bisschen gucken, was so geht. Dann können wir die Tür aufmachen. Kannst du auch mich reinhauen, glaube ich. Kann ich unten noch hier irgendwelche Dinger machen? Hallo? Du kannst noch einen fetten Motor reinbratzen da. Ja, ja, genau, das da auch, das suche ich noch. Was ist das hier unten? S1 und S2 oder sowas. Oh, was ist das da oben? Was ist das denn? Was ist das? Ich bin mal gespannt, was du meinst. Luftwiderstand. Das habe ich ja noch nie gesehen auf Autos. Wo denn? Was denn? Na, auf dem Dach. What the fuck? Olo, what the fuck? Ich dachte erst, das ist eine Sirene. Habe ich auch gedacht. Wie ist denn das? Okay, sieht scheiße aus. Es sieht aber scheiße aus, ja. Seitenschweller, okay. Jetzt will ich mir nochmal den Motor angucken.
Lampen, die kann man einfach nur an- und ausmachen. Kann ich die Motorhaube, wo kann ich denn den Motor bearbeiten? Ich glaube, da musst du einmal... Ist das hier vorne? Warte, hier vorne ist noch was. Okay. Ah ja, nee, da war ich schon, ne? Frontstoßstange. Ah nee, hier war ich noch nicht. Ja, das sieht geil aus. Es ist, am Ende ist es halt dieses, wahrscheinlich, dieses vom Kit. Alter, holy shit. Ich kauf das einfach. Oh lol, das vom Kit, das ist ganz hübsch eigentlich, das mit der... Ja, ne? Also, ja, auf jeden Fall. Das ist von dem, das brauche ich nicht. Dieses Kit-Ding. Oh, ich habe gerade ein 5-Kill-Game gewonnen in Darwin Project. Ja? Nice. Ja. Oh, so ein Überrollkäfig hat irgendwie auch Stil. Was ist das hier? Einfach ein bisschen weniger Gewicht. Ach komm, einfach weil ich es kann. So. Ah ja, Gewicht weniger. Ich scheiße auch jetzt drauf, was das alles verändert. Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich bewusst gerade. So, aber hau rot. Da mal echt einen fetten Motor rein, ja. Ja, ich gehe jetzt einmal um das Auto rum. Das ist das Kit, das ist die Plate. Da waren wir schon, ne, bei den Endrohren. Genau. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das machst du gar nicht hier. Also da musst du irgendwie... Das kann sein, ja. ...raus und dann irgendwie... Da war ich schon. Nö, mehr kann ich nicht machen. Dann ist es wahrscheinlich irgendwo anders, also... So, was haben wir denn noch hier? Upgrade-Helden, Autopass. Ach, da kann man schon mal gucken. Fuhrpark. Warte, jetzt machen wir das nochmal. Alter, der... Oh, ey, da kann man ja wirklich Stunden verbringen. Stunden. So, habe ich schon irgendwie... Da habe ich nicht kein T-Shirt freigeschaltet. Das ist ja abartig. Jacke habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Du wirst gleich sehen, die Hose, Alter. Nee, ganz ehrlich. Das ist mir zu schade. So, Kopfbedeckung. Das hat natürlich aus... Obwohl, wenn... Warte mal. Ach, du Scheiße. Fuck, Alter. Komm, just for fun, Alter. Just for fun. Obwohl, nee, ganz... Nee, also wirklich, das kann ich mir nicht antun. Die rosa Mütze, nee, Alter. Das mache ich nicht. Oh Gott. Hab ich noch irgendwas freigeschaltet hier? Oh, keine Wrist, keine Handschuhe. Also ein paar Emotes noch hier. Ballett, natürlich. Bäckerfaust. Das ist gut, wenn ich gewonnen habe. Bäckerfaust. Ah, Bäcker mit E. Ist ja auch süß. Drehen und machen Ballett hier. Ange, so. Man tunt nicht im Vista-Mode, schreibt Philipp. Danke, als ob du noch da bist oder wieder da bist. Ach, als okay. Ob er noch da ist, Alter, der Junge. Was ist Hupen? Ach, ich. Warum gibt es sowas? Das Spiel ist nicht für mich gemacht, wenn es so viel gibt. Warte. Kann ich erkennen? Philipp, wo tunt man eigentlich? Weil das. Also, den Motor, genau, nicht Design, sondern. Alter! Was ich alles machen kann? Die ganzen. Hupen! Alter, Halo-Titelmusik! Ist das krank? Es gibt ja übel viele Hupen, ja. Boah, Alter, nee, ey, ganz ehrlich, das ist ja hammer übertrieben. Designs und Lackierungen. Guck mal, das können wir auch mal machen. Mhm. Oh, Alter. Warum gibt es so viel? Was? Jugendschutzeinstellung? Willst du mich verarschen? Da steht übrigens Leistung und Tuning und da steht das Auto upgraden. Stand da gerade, aber du hast es einfach. Okay, ja, ich bin. Nicht beachtet. Hier kann ich jetzt irgendwelche. Muster, ey, nee, das beschäftigt mich jetzt nicht. Lackieren, Mustergruppe. Aber wieso ist das Jugendschutz gesperrt, ey? Leck mich doch, da muss ich nochmal irgendwas einstellen. Was denn? Na, diese Designs hier. Darf ich nicht. Wahrscheinlich irgendwelche Leute irgendwie Hakenkreuze oder sowas machen. Kann sein. Meine Designs, ja gut, komm, lass mich in Ruhe. So, was hat. Da Upgrades and Tuning ist. Ach, Alter. Das ist ein Fuhrpark, wie du siehst. Kannst okay, du das Auto schön auf S1 oder S2 machen oder sowas? Soweit alles klar? Tuning finden, ich guck mal. Als ob das auch gesperrt ist, Alter. Darf ich überhaupt irgendwas machen hier? Okay. Individuelles Upgrade, ja. Ich guck jetzt einfach kurz Motor. Hier was darf ich denn... Alter. Wenn du unter der Haube etwas ändern willst. Alter. Warum ist denn das gesperrt? Das ist ja komplett... Zündung, das ist ja hammer übertrieben. Da muss ich ja Physik für studiert haben. Antrieb und Fahrwerk. Handling, ja, nee, Alter, ganz ehrlich, da habe ich ja keine Ahnung von. Da müsste ich mich ja mit beschäftigen, richtig? Gewichtsreduzierung. Aber Johann hat ja erzählt, er hat einfach einen anderen Motor eingebaut, zum Beispiel. Das geht auch. Motorwechsel ist ganz rechts, danke Philipp. Umbauten. Motorwechseln, ah ja. Ja, genau. V10. Alter, das mache ich aber sowas von. 40.000? Ja, ich scheiß drauf, Alter. Beschleunigung ist weniger. Oh, der V10, was hat denn das? Wie ist das denn für ein eigentlich? V10. Das ist der Lamborghini-Motor, ne? V10
5 Liter V10, ja, ist glaube ich der Huracan-Motor oder so. Also V5 Liter V10 ist ein Huracan. Antrieb wechseln, ach, da war ich gerade, ne? Ah, ne. Ach, guck mal, der hat gar kein Allrad. Als ob Allrad so viel eine Beschleunigung macht. Krank. Na klar, natürlich. Luftzufuhr. Die Scheiße doch durch da. Twin Turbo, oh, das macht aber einiges. Alter, das macht richtig viel aus. Alter. Ja, mach ich. Karosserie? Ah, das ist das von vorne, ne? Das bringt auch nochmal eine Menge. Der Turbo macht einfach S1 direkt 828. Allrad? Nee, komm, ist mir glaube ich nicht wert. Nee, ist mir nicht wert. Weißt du, ich finde, das Auto sieht eigentlich. Was? Du tunst zu RAW. um. Stimmt, Idiot. Stimmt, du hast zum RWD umgetunt. Hab ich? Also, ich weiß jetzt nicht, ob du das jetzt schon gemacht hast. Nein, hab ich nicht. Nee, dann. Oder ist es hier auch gemacht, wenn ich den Dings wechsle, dass es mitkommt? Nee. Ich lasse das jetzt so. Weiß nicht, sollte nicht. Nein, da steht doch AWD, ist doch alles gut. Stimmt, ist sowieso AWD. Nee, AWD ist alles gut. Ich nehme das jetzt. Einfach mal ein bisschen Cash aus dem Fenster schmeißen. Ja, du hast doch 480.000. Was gibt's hier? Optik gibt's auch noch was? Ah ja, das hatten wir schon. Heckflügel hatten wir vorhin auch schon. Alter, wenn es bei jedem Auto so viel gibt, ne? Da werde ich ja irre. Wer ist das, Philipp? Ach, da kommt das wieder rein, der Fettsack. So. Reifen und Felgen. Ich will nicht gucken, wenn du dich da so beim Chillen. Hier kannst du an deinem Antrieb basteln, damit du die ganze Kraft auch auf. Alter, es gibt halt so viel, ne? Ich könnte die Karre halt einmal komplett aufpimpen. Ja, ist total dumm. Ich würde halt gerne einmal so ein Kit kaufen, weißt du? Aber es ja, geht aus Gründen nicht. Du kannst es ja eigentlich, aber ich weiß nicht, warum du das da nicht kannst. Das ist. Ah, es bringt halt echt schon nochmal. Ach, ich habe jetzt keinen Bock mehr, es ist jetzt gut. Ich will ja auch mal den nochmal ein bisschen fahren. Du hast dich die ganze Zeit gewundert. Allrad einbauen, da stand RWD. Da hättest du einen RWD eingebaut. Hättest, ja, aber er hat es nicht gemacht. Ja, hat er. So, warte mal. So, jetzt kaufe ich das nochmal. Also. Ja, bei Audi. Aber der Sprung ist echt doll. Krass nochmal. So, okay. Das habe ich jetzt. Oh, aber hey Philipp, echt krass, wie komplex das doch noch ist, ne? Hätte ich nicht das mitgedacht. Ist überhaupt nicht, das ist einfach so, man nimmt, wenn man das dann tun würde, immer. Weißt du? Man würde ja gar nicht. Warum sollte man sozusagen nur einen Hype gucken? Ja, natürlich, okay. Einbauen, man nimmt da immer so. Komm, spiele auch auf jeden Fall, sobald ich die Kohle dazu habe. Tuning finden, okay, das muss ich mal angucken, warum ich das nicht darf. Ich geh nochmal auf Upgrades da. Hm? Ich würde ja auch immer empfehlen, da erstmal breitere Reifen und. Das habe ich schon gemacht. Hat er schon gemacht. Sagt irgendwie ein bisschen. Und Body-Kit-Voreinstellung ist da, wo die 1. Ja, das habe ich schon gesehen, aber das war erstens ganz schön teuer und zweitens fand ich es auch ein bisschen übertrieben. Das sah auch nicht hübsch aus. Ja, ist halt so ein bisschen. Ich wollte aber schon noch so die bisschen übertriebene Familienkarre haben, so. Die habe ich jetzt. Mit Überrollkäfig. Ja, da jetzt auch mit. Könnte ich jetzt schon Koop. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, will das Auto jetzt auch nochmal fahren? Und dann höre ich, glaube ich. Ah, da ist er ja schon. Beide jetzt einmal, ja, warte. Aber so fett klingt er. Es hält sich jetzt in V10, ne? Der klingt natürlich jetzt auch scheiße. Ach, stimmt. Ja. Fuck, ja, du hast es ja umgebaut. Ja. Warte mal. Ja, klingt scheiße. Warte, ich mache den mal ein bisschen lauter, dass man es hört. Warte. Manchmal die. Boah, Alter. Dieses Menü ist auch ein bisschen verkappt. So. Ist ja jetzt echt ein V10, naja. Ja, das klingt halt nicht so geil jetzt, ne? Warte mal, jetzt hörst du es gleich mal ein bisschen lauter. Oder will ich ja auch. Na, das klingt scheiße. Ja, das klingt echt scheiße. Egal. Das klingt halt kein bisschen wie ein R6. Nee. Mich würde ja mal interessieren, wenn ich das ausbaue, ob ich das Geld wieder kriege. Ich wollte unbedingt einen BMW-Sportwagen bauen. Also habe ich mir einen E8 genommen und da einen V10 reingemacht. Alter. Verstehst du, statt einen Hybridmotor? Ja, schönen Scheiß drauf. Wie man den Überrollkäfig einfach sieht. Aber hast du ja einen M4 GTS gezogen, ne? Sag das. Aber cool, ey. Das ist so. Also da kann man ja wirklich viel Zeit verbringen mit Tuning und sowas. Ja, es ist jetzt. Ich
glaube, du bist erstmal ein bisschen geschockt, aber letztendlich. Ja, aber theoretisch kann man viel machen, so finde ich. Also ja, natürlich, ich geht überall noch mehr so, aber. Wobei ich sagen muss, gerade beim Tuning haben sich die Forza-Teile echt nicht verbessert. So. Also ja. Gab da auch nicht viel zu verbessern, aber es ist wirklich 1:1 das gleiche Tuning-System wie schon bei Forza 3. Ja, das stimmt, das sieht auch sogar ähnlich aus. Also ziemlich ähnlich. Jetzt habe ich gerade. Der M4 GTS ist das gut, ne? Ach, ich mache jetzt eins, mache ich noch. Ich guck mal, ob ich den Ford vielleicht noch ein bisschen, wenigstens optisch ein bisschen pimpen kann. Wenn ich jetzt gerade dabei bin, macht das so Bock hier gerade. Gucken wir mal, ob es da irgendwie Kits gibt oder sowas. So, wo war das hier? Bei den Focus gibt es ein Kit, aber es sieht genauso hässlich aus. Okay. Weil die ganzen anderen Autos hier. Hast du schon viele Autos, Philipp? Ich habe schon. Allein durch die Wheelspins. Ich habe über. Oh, Philipp, ich bin deiner Kolonne beigetreten. Ja, ja. Und denk daran, Autogeist ist deaktiviert. Also, vertragt euch. Ich hab, glaube ich, 50 oder so. Okay. Weil man kriegt halt durch die Spins immer ein paar, weißt du? Ja, ja, klar. Wo bist du, Karat? Ich bin gerade bei mir am Haus. Das ist welches Motor Haus? Wechseln. VA, dann V8 im Fokus. Ja, moin. Wir sind ja in der Kolonne, ne? Ja, Antrieb wechseln. Alter. Ja, ich bin jetzt bei dir mit dem Spiel. Karosserie. Oh, Alter, das sieht hammerlich aus. Ja, nee, komm mal schnell raus. Ich will mit dir fahren. Aber guck, ja gerne, aber guck mal, jetzt habe ich. Sonnenuntergang. Philipp, kann es sein, dass man die Nummernschilder immer eins hat und nicht außerspezifisch? Wie meinst du das? Ich habe jetzt auf meinen. Man hat immer eins, ja. Das ist ja scheiße. Ich habe auf meinen RS6 halt KO-RS6 gemacht. Jetzt ach so, verstehe. Jetzt ist es auf meinem. Ja, verstehe. Doof. Ich habe einfach bei meinen HROW808 gemacht. Ah, geil. Das ist natürlich auch cool. Das ist cool. Dann warte, dann. Ich steig mal kurz in meinen RS6. Warte mal. Lass uns mal treffen irgendwo beim Festival in der Mitte, ne? Ja. Das können wir nochmal machen zum Abschluss. Cool. So. Ja, das Auto ist super. Dezent. Ich würde ja mal interessieren, wie der als V8 klingt. So, Ivan, jetzt siehst du mal gleich meine Karre. Ja, genau. Warte. Was? Online-Gruppe steht alle zum gewählten Ort. Okay. Das heißt, wenn du jetzt einen Wegpunkt setzt, kann es sein, dass ich den auch sehe. Gruppenroute. Warte mal. Ich mach den mal hier in die Mitte. Jetzt müsstest du auch so eine grüne Gruppenroute sehen. Bei nächster Gelegenheit. Eine grüne Gruppenroute? Ja. Wohin? Zu Dingens. Warte, ich mach mal kurz meine Route weg, weil. Ja, ja, ich seh die. Sehr geil. Schön. Oh, das ist ja cool. Oh, das ist schön. Das ist echt cool gemacht. Ja, das ist echt cool. Ich. 2,7 Kilometer. Alter, RS6 Power, da war nicht gut. Ja, Alter, Hammer. Philipp, weißt du, ob. Hast du vielleicht schon mal mir rausbekommen, wenn ich jetzt Sachen wieder ausbaue, ob ich das Geld wiederkriege? Weißt du das? Nee, natürlich nicht. Okay, schade. Aber dann hast du, sagen wir beide immer noch, weißt du? Ja, also ja, gut. Dann gratis hin und her wechseln. Okay, gut, vielleicht. Und denk dran, so, wenn du den Motor wechselst, ne, dann kannst du dann erst auch dort dann diesen Motor verbessern, wenn du verstehst, wie ich meine. Also es bringt nicht, ja. Bringt nichts, erst so Kühler und so alles zu verbessern und dann Motor zu wechseln. Ja, okay. Und auch, also denk dann immer erst Motor wechseln und Turbolader einbauen, damit du es nicht vergisst, dann noch einzeln verbessern. Ja, habe ich, glaube ich, hoffe ich, habe ich das gemacht. So, ich bin schon da. Ja, ich komme gleich. Vielleicht ein paar, kann ich hier ein paar Donuts machen? Geht nicht, ne? Ja, das geht nicht. Da ist er. Geil. Oh, das ist cool, Philipp. Zeig mal was. Das ist schwer, ne? Donuts zu machen? Ja. Aber wir berühren uns sogar. Ich dachte, wir berühren uns. Ach, du hast ein fucking GT. Was ist das? GT3, ne? Er ist. Hab ich mir gerade erst gekauft. Yo. Oh, sieht das geil aus. Was ist denn eine Action? Was ist eine Action? Ich hab mal Action gedrückt. Wer ist? Ja, du bist in das Festival-Ding. Ach so. Ja, wollte ich nicht. Wie teuer war der GT3? Ist 300.000 oder so? 240 so. Ah, okay. Auf jeden Fall billiger als das, was ich jetzt insgesamt, glaube ich, für den bezahle. Obwohl, nee. 150, nee. Glaube ich, und nochmal 40. So, Action. Spieler ansehen, was heißt denn das? Kopf an Kopf rennen, na los. Ja, komm, das machen wir zum Abschluss einmal. Warte mal. Nee. Nein, oh, jetzt bin ich hier in diese dumme Dings hier. Und warte, wie zum Akzeptieren zurück zur Freifahrt. Was will der Typ mit dem Mustang eigentlich von uns? Der Typ. So. Warte, ich mach nochmal so, Aktion. Nicht an. Warte, ich mach nochmal. Du hast noch mal einen anderen Fahrer zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen herausgefordert. Wie geil. Du hast dein Auto natürlich um einiges, fast um 100 Punkte besser als meins.
Fahren wir jetzt schon zum Ziel? Ja. Ja, ich glaube ja. Ich bin mit dem jetzt noch gar nicht gefahren. Ich muss jetzt mal erstmal gucken, ob der jetzt irgendwie komisch fährt hier. Ja, schon verkackt. Weißt du, kann ich jetzt... Nee. Ich mal gucken, ob ich zurückspulen kann. Sorry. Du kannst zurückspulen. Hä, lol, wie geht das denn? Ja, ja, ich halt auch nicht, das weine ich da auch die ganze Zeit. Hä, und was passiert bei dir dann, Philipp? Na, ich sehe einfach, wie du nach hinten spawnst. So. Boah, es geht gar nicht, Alter. Einfach weiter. Okay, achso, okay, es geht bei dir einfach weiter. Ja. Okay, ich warte auf dich, mein Freund. Ja. Alter, ich komm gar nicht klar in der Kurve. Warte, ich komm jetzt einfach. Du musst nämlich bremsen mal ein bisschen mehr. Na krass, wir sind fast Kopf an Kopf bei der Beschleunigung. Aber ich glaube, die war auch bei 9. Achso, gut. Die war, glaube ich, auch bei 9,8 bei mir. Boah, Alter. Boah, ey. Du bist genau am Baum gelandet. Ach, ja, ich konnte nicht mehr steuern. Achso. Achso, okay. Ich dafür dachte gerade. Du deinen nächsten Gegner. Und den letzten auch, falls du ihn nochmal siehst. Warte mal kurz, ich wechsle mal Auto. Ich auch. Ich wechsle etwas zu so richtigen Bello-Auto hier. Das finde ich cool, dass man die einfach so jederzeit wechseln kann. Ja, das finde ich echt geil. Das finde ich so. So, Ivan, pass mal auf. Hier kommt mein BMW M8, wenn du so willst. M8. Philipp, hast du schon einen Scheunenfront bestimmt, oder? Ich habe schon 5, 6. Es gibt ja insgesamt 15 Stück. Okay. Und die sind ziemlich, diesmal ziemlich geil, die Scheunenfront. Also ich werde hier nicht spoilern, ne? Aber ja, nee, ich hab, ja, würde ich nicht sagen. Echt ein paar coole Autos. Ich hab's schon in der Liste gesehen. Alter, Philipp. Der hat auch ganz schön Power, Alter. Das sieht man schon, wie der durchzieht. Ja, ich hab den erst auf der richtige E8 hat ja Heckantrieb, ne? Ja. Mein Allradantrieb, weil der hat ja vorne den Elektromotor, hinten den richtigen Motor, ne? Da dachte ich so, sei mal fair zu so den anderen Autos, mach mal Heckantrieb rein, aber es ging echt nicht, hab ich wieder zurück zum Allrad gemacht. Und hast du da ein Kit drauf gemacht? Weil du hast auch so eine, auf den Reifen steht doch was drauf noch. Ja, das sind einfach, das ist die Reifenmischung. Ja, das kannst du machen damit. Das ist einfach die Reifenmischung, also. Okay. Da kann man aussuchen. Das Tire Riding. Bei nächster Gelegenheit. Okay. Ja, weißt du, was eigentlich so mein Lieblingsauto ist, weil ich so am meisten jetzt die Reifen sind. Pass mal auf, der ist echt geil, finde ich. Guck mal, kann man das sehen? Guck mal, wenn ich so einlenke, wie breit die Reifen sind, Alter, wie das aussieht. Warte. Pass mal auf, jetzt kommt was Geiles. Da fühlt sich auch das. Guck mal, das wie fett. Geil. Alter, was ist denn das jetzt? Den finde ich übelst geil, den F-Type mit Kit drauf. Ja. Oh, geil, was du schon für Autos hast, Alter. Alter, der F-Type mit dem Kit drauf, what the fuck. Wohin cruisen wir? Hab ich gerade geleckt oder war das verloren? Lass mal irgendwo hinfahren, Fahrrad. Okay, ja. Weiß ich nicht. Okay, Jungs, ich würde mal sagen, ich verabschiede mich, sonst komme ich morgen gar nicht aus. Ja, Philipp, wir fahren jetzt abschließend mal hier hin und machen dann noch ein schönes Foto. Gruppenfoto. Bei nächster Gelegenheit. Ja, alles klar, warte hier, ich hab mal einen. Warte, ich warte noch auf dich. Ich muss noch ein Auto auspacken. Okay. Jo, Conny, ich schreib dich aber auf jeden Fall dann an, ne, wegen der Kohle so und allem, weil. Okay. Also, wenn ich die Cola verspiele. Ja, klar. Mach das. Ey, Ivan. Ja. Du schuldest mir noch 1 Euro. Das weiß ich. Sehr gut. Go, Philipp, komm. So, Jungs, dann wünsche ich euch bei nächster Gelegenheit. Ja, dankeschön. Ciao. Achso, Philipp, ich hab, glaube ich, jetzt die falsche. Du siehst gar nicht die Route, ne? Warte, ich hab die falsche gesetzt. Ja, ich sehe sie. Ja? Ich sehe eine grüne. Ja, es ist aber eine andere. Das ist eine andere, warte mal. Ich hab nicht X, sondern Y gedrückt. Andersrum. So. Ne, andersrum. Genau. Scheiße. Hab ich jetzt 2 Routen, das ist ein bisschen verwirrend. Nein, da unten, Mann. Hier. So, jetzt. Jetzt wirst du die richtige haben. Ja. Das finde ich aber geil mit der gleichen Route, dass man da. Ich glaube, das ist das erste Rennspiel, was wir zusammen so spielen, oder? Ja, glaube ich auch. Auch krass eigentlich.
War Ivan bei dir auch übelst leise? Ja, der ist immer leise. Also, es ging ja zwischenzeitlich. In 400 Metern links ab. Weil er. Bei ihm habe ich ihn wirklich so gut wie gar nicht. Ja, am Ende war es wieder leise, ja. Links abbiegen. Boah, Alter. Vielleicht bringen sie das ja noch raus, dass man die Momentschilder komplett personalisieren kann für jedes Auto. Das würde ich mir wünschen. Und ich bezahle da auch dann meinetwegen noch ein bisschen Geld. Also in-game. In 400 Metern rechts abbiegen. Oh, ich habe gerade meinen Rückspiegel verloren. So, abbiegen. Ich habe da vorne auch irgendwo noch einen Scheunenfund. Die kommen immer... Oh. Die kommen immer, Ja, irgendwie werden die zeitlich geschaltet. Okay. Also, ich habe auch gerade drei offen oder so. Okay. Na gut, dann werde ich morgen müssen, werde ich mal ein bisschen spielen müssen, noch bis Donnerstag. Oder du gehst mit mir ins Bett. Ich weiß nicht, wusste, dass das auskommt. Ist Herbert eigentlich noch da? Nee, ne? Ja, ich bin noch da. Doch, als ob! Komplett untergegangen. So, warte mal. Ich habe, glaube ich, genau hier habe ich auch, glaube ich, mein... Die Folge aufgehört. Kann das mal hier hinstellen, irgendwie so ein bisschen, so. So. Und runterfallen. Ne, eben nicht. So. Und dann gehe ich jetzt in diesen komischen Fotobodus und fliege noch ein bisschen rum. So vielleicht episch. Gut, wir stehen da ein bisschen kacke eigentlich. Ich finde doof, dass man in dem Fotomodus nicht unendlich weit hochfliegen kann. Man ist irgendwie immer an den Boden gebunden. Das ist doof. Vielleicht so von hinten so ein Blick. Stehen wir da. Einmal das Dings ausblenden. Blicken in die Ferne. Weißt du, Philipp, bei mir ist jetzt, wenn ich jetzt die Karte habe, ne, dann ist sie nach oben. Ich glaube, hinter so einer Brücke kann ich nicht mehr weiter hoch. Weißt du, ob man das nur freischaltet? Oder kommt dann da schon das, was man dann irgendwann bezahlen muss? Keine Ahnung. Weil da ist ja diese eine Stadt, ne? Ja, ich sehe was. Und dann darüber. Könnte ja echt sein, ne? Dass sie so die DLC-Anbindung machen werden, ne? Weil, nee, also, ist das nicht ganz schön klein als Map? Was ist? Ich finde, würde das dann so ganz schön klein finden als Map. Oder bin ich da jetzt ein bisschen verwöhnt? Was denn, die Map? Ja, so, also wenn das jetzt die komplette Map des Hauptspiels ohne DLC ist, meine ich. Wieso? Das ist ziemlich genauso groß wie Horizon 3. Und ja, dazu kommen ja noch die 4 Jahreszeiten. Okay, vielleicht, na gut, ich bin auch noch nicht so viel rumgekommen. Okay, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen... Ich war ja zum Beispiel in einem kompletten... Osten war ich noch gar nicht. Ja, mal gucken. Okay. Weiß man schon, wann die DLC-Maps rauskommen? Nee, ne? Ne, weiß man nicht. Okay. So, ich klicke mal jetzt hier zum Desktop. Ich denke mal... Ja. Boah, Alter! Heilige! Sind wir schon in einem Team? Nee. Ich guck jetzt auch noch mal... Warte, ich mach glaube ich erstmal den Stream aus. Das und ist jetzt Club Quatsch. Müssen wir noch machen, ne? Und Club. Okay, machen wir noch. So, Stream mache ich aus.